Hallöchen, und da sind wir auch schon wieder. Hallo, hallo. Oh, Inga hat schon. Inga hat schon. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Wie sieht es Auch. bei dir aus? Auch sehr gut. Achso, du hast da schon das Wasser reingemacht. Warte, ich kann noch geil. Ja, ich habe das gerade eben schon gemacht, weil ich muss bei mir im Bad, sonst schwuppt da jemand zum Duschen oder so und ich komme nicht mehr rein. Deswegen. Also, damit Kann alle ich dir wissen, was worum es mit? geht, wir haben jetzt ein Experiment für euch vorbereitet, bevor wir wieder ins Tauchspiel einsteigen. Und André weiß auch nicht, auf was er sich da mit uns eingelassen hat. Ich fülle mal, so wie Nein. Julia das getan hat, Wasser in eine Auflaufform, ganz vorsichtig, ohne alle Bücher, die da drunter sind, kaputt zu machen. Und bei mir ist das Wasser so warm wie meine Wohnung. Ich schätze, ich habe keine Temperatur hier. Ich denke mal, das sind so 20 Grad in etwa. Den Dugong dürfte das nicht interessieren. Wobei ich gelernt habe, dass Dugongs auch bei 20 Grad schwimmen. Aber der Bei mir hier ist. ist das jetzt Was hast du? 44, also schon 44, also ist jetzt gerade schon echt innerhalb von 5 Minuten 2 Grad abgekühlt. Okay. Ach krass. Oh. Ja, geil. Ich habe noch was vergessen. Ich muss noch mal kurz in die Küche. Rede ich weiter? Genau, also Inga und ich machen das gleiche Experiment, aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir das mit verschiedenen Wassertemperaturen machen. Also Inga hat eben Raumtemperatur und ich habe jetzt mal extrem wärmeres Wasser genommen und dann gucken wir mal, was passiert. Wir haben das auch noch nicht ausprobiert. Wir haben das von diesem Experimenten-Adventskalender und probieren das jetzt einfach mal gemeinsam aus. Ich muss das gerade auch noch kurz was holen. Ja, ne? Geil. Julia hat bestimmt genau das Gleiche, nicht da, was ich auch vergessen habe. Das ist, bei mir ist es, ja, genau. Ein Kühlpack. Ein Kühlpack. Ja, Ich ich habe mir habe das euch beide extra mal ausgedacht. abwechselnd groß gemacht. Ja, das ist schön. Danke, André. Ich werde jetzt dieses Kühlpack auf der Dugong-Schnauze platzieren. Das passt nämlich gerade so schön. Und zwar, indem ich das ganze kalte Zeug hier noch ein bisschen nach unten streiche. Das muss nämlich hier mal ins Wasser rein. Auf der einen Seite von euch. Ihr seht das auch auf der rechten Seite, ne? Ja. So. Julia, bist du auch so weit? Julia quetscht das genauso. Wir haben eine ähnliche Aber ich Technik. weiß Aber wir gerade nicht. haben verschiedene Unterschiede. Ich habe hier Lebensmittelfarbe und ich habe im Gegensatz zu Julia, ich habe die genommen, mit der man auch später noch Kekse dekorieren kann. Das heißt, ich habe Zuckerschrift genommen und damit habe ich dann ein Problem, dass es nicht so flüssig ist. Deswegen habe ich das mit heißem Wasser angerührt und verflüssigt schon heute Morgen. Ich habe es in Blau für kalt und in Rot für normal temperiert. Und wenn ich jetzt ganz geil bin, dann mache ich das auch noch mit einer Spritze. Vielleicht sieht es dann noch toller aus. Genau, ich habe schon einfach flüssige Lebensmittelfarbe, das heißt, ich kann die einfach reintropfen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir tropfen jetzt einmal auf die linke Seite das Rot, also da, wo das warme Wasser ist. Machst du schon? Ja, aber mit meiner Farbe geht das nicht. Na toll, gut, dass wir es doppelt machen. Ja. Deswegen ist es immer gut, wenn man Sachen doppelt macht. Ja, meine Farbe ist zu nicht flüssig genug. Siehst du, deswegen habe ich das verflüssigt. Aber Ich mache das hier mal. ja, ich mach mal dich wieder. Ah, okay. Bei Inga. Hier wird jetzt Ja, mach rot mal auf die linke eher gleich. Das Seite. ist gerade irgendwie. Aber dafür ist halt meine Temperatur des Wassers anders. Das ist jetzt so ein komisches milchiges Rot und jetzt mache ich noch so ein komisches Blau dazu. Und ich dachte, dass Jules total weit vorne wäre mit ihrem flüssigen Kram. Und das Blau, das mache ich jetzt mal. Aber ich denke, ach, das sieht scheiße aus. Vielleicht ist die Farbe auch einfach schon zu alt. Meine ist neu. Das Geht das Blau gebe so? ich jetzt auf dieses Kühlpack und das geht jetzt hier auch ins Wasser rein. Ich glaube, der Versuchsaufbau ist theoretisch toll und in der Praxis der Scheiße. Bei Das Julia ist kann halt das man schon ein bisschen was sehen. Problem ist, dass bei mir die Farbe absinkt. Das sollte sie nicht, also die rote. Ah, guck dir das doch mal bei mir an. Da sieht man gar nichts. Oh Mann. Ja,
Schön. Gleich mal ein Fail. Ich hätte doch noch mal in Lebensmittelladen gehen müssen für die Farbe. Aber die Anleitung, Optional, ja? aber das ist Wissenschaft. Ja. Da funktioniert erstmal nie was. Und dann muss man rausfinden, warum. Ja, ich weiß warum. Meine Farbe ist kacke. Ich hätte mir einfach flüssige Farbe kaufen müssen und nicht heute Morgen diese einmal um die Ecke gedacht, ah, die Farbe ist nicht flüssig, ich gieße sie mit heißem Wasser auf und dann hoffen, dass es gut geht. Nein, das war kein guter Trick. Bei Julia Farbe. sieht das echt farbenfroh aus, so links rot und Ja. rechts blau. Ja, ich meine, mal gucken. Vielleicht funktioniert das noch, ne? Aber das mal abwarten. Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, das Deswegen machen machen wir wir es ja noch. jetzt, damit wir noch ein bisschen mehr Zeit dafür haben, dass es noch funktionieren kann. Also, ja, ich kaufe mir noch mal andere Farbe. Machen das auf Wiedervorlage. Also wir gucken uns auf jeden Fall an, wie die Experimente laufen. Bei Julia sieht es da links aus, als ob sich das Ich langsam nehme mein. anfängt zu vermischen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall auch mit Julias Optik deutlich zufriedener und da stört sich auch niemand. Ich meine, das ist hier in dem Ensemble mit, im Aufbau mit einem Dugong unter einem Kühlpack ist es ganz angenehm auf dieser Seite und diese hier ist quasi zerstört von Inkompetenz im Zusammenhang mit Lebensmittelfarbe. Aber der Aufbau war ganz schön ansonsten bei mir. Finde ich. Ich habe alle meine Bücher von meinen Kinderbüchern, die ich noch habe, hier untergepappt. Das vielleicht. Und das habe ich nicht mehr. Schwimmen, Krumm kochen. Ich habe jetzt mal einen Kronkorken da hingesetzt. Und vielleicht macht ja der das, was wir wollen. Gucken wir Ja, mal. das wäre toll. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, vielleicht müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten. Vielleicht kommt das ja Ja, doch also bei bald. dir auf jeden Fall. Bei mir wird nichts Schönes mehr funktionieren. Also nichts schön Sichtbares zumindest. Ich könnte auch noch mal gucken, ob ich irgendwas habe, was ich da noch reintun kann, um. Dann kannst du so ein kleines Papierschiffchen bauen und oben Also reinsetzen. theoretisch, wollte er schon verraten, was theoretisch passieren sollte? Nee, wir warten jetzt mal ab. Wir gucken Wir haben nachher, ja wir noch Zeit. zocken jetzt noch ein bisschen, oder? Wir Ja. gucken dann Ja, nachher noch ja. mal rein. Ja, weil Und ich glaube, der Dugong will ja Dugongs sehen in diesem Spiel. Ich kann mal gucken, ob ich hier ein Papierschiffchen noch bauen kann. Ich habe hier auf jeden Fall Papier. Ob da was passiert. Brauche noch eine Schere. Schiffchen bauen. Das kann ich auch. die So Dugong-Halterung. wie viel. Was soll sie Schichten? Ja, die Nee. Dugong-Halterung scheint mir sehr zu kleben. Ja, ich denke, das würde auch keiner außer dieser eine Dugong überhaupt halbwegs mitmachen. Das ist quasi schlimmer als im Aquarium für das Tier hier. Ach, come on. Der wird doch die ganze Zeit geknutscht. Ja, Ja, das das weiß ich. stimmt. Das stimmt. Er hat es eigentlich nicht schlecht, aber eigentlich ist das Stichwort. Okay, dann werden wir gleich nochmal auf das Experiment gucken und ich schmeiße jetzt wieder das Spiel mal rein. Ja. Und ich baue noch ein Papierschiff und gucke, ob da irgendwas Schönes passiert noch, was man optisch sehen kann bei mir. Okay, dann mache ich mal weiter. So, hier haben wir sind jetzt gerade reingekommen. Hier haben wir direkt eine Ankerkette und irgendwelche Amphoren. Und der Hai ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Der kommt schon noch wieder. Worüber ich irgendwie ein bisschen froh bin. Das war schon irgendwie echt ein Schreckmoment. Da hinten.
Oh ne, ist das sowas wie ein Mondfisch? Oh oder, ja. Nee, das, ja, ja. Oder Sonnenfisch? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Nee, nein, das ist ein Mondfisch und auf Englisch ist es ein Sunfish. Ist aber der gleiche Fisch. Okay. Und auf Schlau ist es Mola Mola. Kann man sich leicht merken. Das ist der lateinische Name. Mola Mola. Mola Mola. Das sieht ja hier krass aus. Irgendwelchen Ketten. Dieser orangene Farbton ist total schön. Gerade. So ein Herbst, ne? So Indian ja. Summer. Ja. Es gibt bei Facebook hat mal irgendwie so ein Typ so einen Post geschrieben, warum er Mondfische hasst. Warum hasst er Mondfische? Ziemlich, ich kann das jetzt nicht mehr so wiedergeben. Man muss den mal suchen und lesen, weil der ist unglaublich witzig. Weil er der Meinung ist, dass es die dümmsten Lebewesen auf der Welt sind und sinnlosesten Lebewesen auf der Welt. Okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Post. Da steht Adlerrochen. Das ist kein Adlerrochen. Oh, guck mal. Egal. Da ist er. Oh, beziehungsweise Dilla. Der kann nicht, der muss das. Wenn wir jetzt das Kühlpack auflegen, dann. Der Dugong muss. Der Dugong kann nur aus dem Off kommentieren. Nein, er hat's geschafft. Okay. Ich kann jetzt leider kein Bötchen weiterfalten, aber. Ja, da ist doch gar nichts. Ja, ich interagiere mal hier. Bogenstirnhammerhai? What? Dirnhammer. Die hat mich für Ei geholt? Nee, ich hab dich. Warte. Ich hab dich für Kollegen von dir geholt. Oder auf jeden Fall Verwandte. Ist das richtig? Oh, richtig. Ja, richtig. Das sind Manatees. Die wohnen aber in Süßwasser. Brackwasser, Süßwasser. Oh, größentechnisch ja. Kommt das hin? Ein bisschen. Ja? Und haben die auch so Moos auf dem Rücken normalerweise? Ja, die haben Moos auf dem Rücken. Tatsächlich ist es auch bei Dugongs so, dass die ihre Farbe teilweise verändern, weil sie so Algen und Moos auf dem Rücken. Also dieses Exemplar hier ja nicht. Aber hier, ihr seht den runden Schwanz, ne? Also das ist, es gibt noch vier lebende Sirenenarten. Sirenen, man heißen die natürlich, weil man früher die verwechselt hat mit diesen gar lieblichen Frauen, die Seefahrer fehlleiten könnten. Ja, das hat er noch nie gemacht. Und na, Ariel, die Meerjungfrau ist ja im Prinzip auch eine Sirene, oder? Ja, genau. Und genau, die Manatees, die wohnen, da gibt es noch drei lebende Arten. Die wohnen in Florida, also es gibt Mittelamerika, Amazonasgebiet und Afrika, glaube ich, das sind diese drei. Also an der amerikanischen Küste und an der afrikanischen. Und auf der die Dugongs, die wohnen in Salzwassergebieten, also im Meer. Und sind von Ostafrika bis Vanuatu beheimatet, aber es gibt nicht mehr so viele. Die größten Ansammlungen davon sind vor Australien. Aber das hier ist jetzt offensichtlich sowieso, wir wissen, es ist nicht ein wissenschaftliches Spiel und es ist nicht vor Australien, weil das sind ja hier die Manatees, die man sehen kann und nicht die Dugongs. Und die Dugongs und die Manatees unterscheiden sich so ein bisschen. Das Witzigste, was man dazu erzählen kann, ist, dass sie am engsten verwandt sind, sowohl die Dugongs als auch die Manatees, diese heißen Seekühe. Die Dugongs sind die Gabelschwanzseekühe. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon mal. Das kannst du den Schwanz nochmal zeigen? Ja. Das, dieser Gabelschwanz und ihr seht da die Rundschwanzvariante. Ja. Aha. Und die Dugongs, die vor Australien wohnen, die sind am besten untersucht.
Und die sind ein Indikator für Seegraswiesen. Also für unser Ökosystem im Meer sind ja Seegraswiesen ziemlich wichtig. Das sind diese blühenden Pflanzen, die man hier jetzt nicht so sieht. Wir haben ja hier Kelbwälder und damit Algen und so, aber nicht die Seegraswiesen. Das sollte man nicht verwechseln. Und man macht teilweise so eine Forschung, wo es Seegraswiesen gibt, indem man Transponder an Dugongs dran macht, weil Dugongs sehr gut darin sind, Seegraswiesen zu finden, weil das ihre Hauptnahrungsquelle ist. Richtig. Ja, und die haben alle so ein ganz schön, also was ich sagen wollte, was das Witzige ist, die engsten Verwandten an Land sind Rüsseltiere und Schliefer. Was sind denn Schliefer? Schliefer sind diese kleinen Säugetiere, die ein bisschen aussehen wie Murmeltiere, aber so viel mehr Haare überall, so antennenartige Haare überall im Gesicht haben, als hätten die überall langen Bart. Die haben eine Drüse auf dem Rücken und man findet die in Afrika, also in, rund um Kapstadt zum Beispiel, aber es gibt auch die Klippschliefer. Das ist eine eigene Tierart. Ja, nein, ich kenne die aus Südafrika, aber ich wusste nicht, dass sie auf Deutsch Schliefer heißen. Ja, die heißen Schliefer. Und die sind verwandt. Also es gibt bei den Sirenen, also die Dugongs und die Manatees sind Sirenen, die haben eben als nächste Verwandte an Land die Elefanten im Prinzip. Und die haben auch ähnliche Zahnstrukturen. Also die Dugongs anders als die Manatees. Die Dugongs bei denen gibt es, das kann man an diesem Exemplar nicht sehen, weil der noch nicht in der Pubertät ist. Dugongs werden erst geschlechtsreif, wenn sie etwa 2,40 Meter lang sind. Wobei es auch Populationen gibt, die früher geschlechtsreif werden, wenn es in deren Nahrungsraum genug Seegras gibt. Also dann können die auch kleiner sein, wenn sie geschlechtsreif und fortpflanzungsfähig werden. Und dann wachsen bei den Herren auch die Stoßzähne aus dem Kiefer raus. Die haben sehr, sehr niedliche Stoßzähne, die sie manchmal bei der Paarung einsetzen, weshalb es Dugongs mit Stoßzahnnarben gibt. Man weiß aber relativ wenig über Dugongs, außer dass sie auf der roten Liste stehen, der bedrohten Arten, weil die nicht mehr so häufig sind wie früher und als Seegraswiesenspezialisten auch sehr monothematisch sich ernähren. Und die Zähne sind wie bei Elefanten, die wachsen von hinten nach vorne und werden immer weicher. Also so ein, die haben keinen dicken Zahnschmelz da irgendwann mehr drauf, sondern sind ganz weich und porös und fallen dann vorne aus. Das finde ich übrigens sehr witzig, weil ein Teil meiner erweiterten Familie hier in Hamburg die Zuckerrüben für die Elefanten anpflanzt. Und die werden mit Elefantendung gedüngt und im Elefantendung sind auch die Zähne von den Elefanten. Also man kann Elefantenzähne im Elefanten-Scheißhaufen finden. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Wenn man bei denen auf dem Feld rumläuft, dann kann man da Elefantenzähne finden. Ja. Und bei den Dugongs ist es eben auch so, die haben diese Zähne, die nachwachsen. Und nur die Stoßzähne, die bleiben und die werden, die wachsen aber auch. Das heißt, man kann Altersbestimmungen anhand der Stoßzähne machen bei Dugongs. Und wenn die geschlechtsreif werden, dann kommen die stoßen die Stoßzähne bei den Männchen durch. Und bei Weibchen meistens nicht, frühestens mit 40 haben die einen Stoßzahndurchstoß, wenn überhaupt, bei den Damen. Bei den Herren schon früher. Werden Dugongs? Ja, genau. Wie alt die werden? Ja. Um die 70 werden die. Die werden relativ alt. So um die 70 Jahre. Und die sind normalerweise so um die 3 Meter lang, wenn sie ausgewachsen sind. Wie gesagt, in die Pubertät kommen sie, die Männchen, so mit 2,40 Meter normalerweise. Aber es gibt eben auch kleinere, die schon in die Pubertät kommen, wenn sie genug Seegraswiesen vor Ort haben. Man findet die in tropischen und subtropischen Gewässern. Und ja, in der Shark Bay gibt es ja ganz viele. Da hattest du letztes Mal auch schon gesagt, bist du schon mal mit denen getaucht, ne? Mit denen getaucht. Ich war nur auf dem Boot und hab sie angeguckt. Oh. Ich war nicht mit denen im Wasser. Weil, weißt du was? Alles voll mit Tigerhaien. Ich sag's dir, die sind super, super gefährlich. Und dazu habe ich auch noch was rausgefunden, dass tatsächlich, die haben eine Taktik, die Dugongs, um den Tigerhaien aus dem Weg zu gehen.
Die Dugongs grasen ja die Seegraswiesen ab und die Zähne sind ja ziemlich schlecht. Die haben auch noch so eine Hornplatte, mit der sie das dieses Seegras dann klein mahlen. Und Seegras wächst ja nur da, wo Licht ist und in unterschiedlichen Tiefen dann unterschiedlich gut. Und die Dugongs sind aber ganz gut an auch etwas kühlere Temperaturen angepasst, im Gegensatz zu den Manatees. Und fliehen, wenn besonders viele Tigerhaie vor Ort sind, auch in tieferes Wasser. Also sie machen so ein Trade-off. Die gehen lieber dem Tigerhai aus dem Weg und fressen dann schlechtere Qualität von Futter. Das würden die Manatees nicht so machen. Die bleiben lieber da, wo das bessere Futter ist und gehen mehr Risiko ein, angeblich, laut der Forschung. Und die Manatees, die ihr da jetzt seht, keine Ahnung, die sind ja sowieso besonders, weil sie im Computerspiel sind, aber man hat beobachtet, die Manatees hängen auch gerne, wenn sie zum Beispiel in Florida rumhängen, dann in der Nähe von so Energiekraftwerken rum, wo warmes Wasser ausströmt und damit sie so schön chillen können im warmen Gewässer. Das ist bei Dugongs nur an einer oder zwei Stellen bisher beobachtet worden, in Queensland, in Australien, dass sie so in der Nähe von so einer Powerplant dann abhängen ab und zu. Und die verreisen, also die haben so ihre Hut, aber reisen auch kürzere Strecken und sind meistens Einzelgänger oder so zu zweit unterwegs, weil die Jungtiere in der Nähe ihrer Mütter bleiben relativ lange. Und so ein Weibchen ist erst mit frühestens 6 Jahren geschlechtsreif und kriegt nur so alle 2 bis 6 Jahre Nachwuchs. Das heißt, wenn die Population runtergeht, dann ist das ganz schön doof, weil die so lange ihre Brutpflege betreiben und erst so spät geschlechtsreif werden. Ja. Und wenn man wissen will, ob Dugongs irgendwo sind, dann muss man bei einer Seegraswiese nur gucken, ob da sich so eine Schneise reingefressen hat, weil die Dugongs reißen alles aus. Ne? Ja. Also ratzekal. Das ist echt, ja, die fressen am liebsten die ganze Pflanze. Okay. Und Seegras ist unterirdisch sozusagen, weil es ja wirklich so eine blühende Pflanze ist, verbunden mit so einem Rhizom, heißt es, glaube ich, also so einem Wurzelstock. Und die fressen den Wurzelstock mit. Gerne stärkehaltig. Das sind übrigens, ne, Seegras ist das, sind quasi die einzigen Blühpflanzen im Meer. So, ja. Alles andere sind Algen. Die schönsten Blühpflanzen. Und die einzigen Blühpflanzen. Und die schönsten. Und die einzigen. So, wir gehen ja, jetzt mal kurz, hier weiter der Kette hinterher. Hast du was gesehen? André, ja? André, mal ganz kurz. Ich glaube, ich würde jetzt noch mal ganz kurz ins Experiment reinschalten, weil ich glaube, man kann jetzt so ein bisschen was sehen. Zwar nicht das, was wir eigentlich wollten, aber ich weiß nicht, wie lange man das noch sehen kann. Ja. Okay. Zeig mal. Warte. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Inga. Ja, bei mir, weil ich habe ja noch nicht mal geschafft, das Boot zu bauen. Bei mir ist es richtig scheiße. Das mit dem Boot, das hat nicht funktioniert. Ja. So, da bei Inga. Schade. Ja. Ja, schön, ne? Jetzt kommen wir bei Julia. Daran. Ja, also, ich gehe jetzt gleich mal hier, wenn die Verkabelung das erlaubt. Mich von oben nämlich auch so ein bisschen sehen. Also was wir jetzt sehen, ich habe ja das Blau bei dem Kühlfein getroffen und das Rot hier hinten, wo jetzt der Kronkorken schwimmt. Mhm. Und eigentlich, also nur mal kurz, eigentlich war die Idee, dass das Rot oben schwimmt und dass das Blau unten beim Kühlpack runtergeht. Und zwar war die Idee, das warme Wasser, das oben schwimmt, zu markieren. Und das Wasser beim Kühlpack, das dann eben kalt wird, zu markieren. Und dann damit zu beobachten, wie dieses Wasser sich bewegt. Und also idealerweise wäre es so gewesen, hier ist das rote Wasser, da ist Blaue und das Blaue sinkt zum Boden und fließt dann hier rüber und das rote Wasser fließt Richtung Kühlpack. Ist nicht passiert, weil das Rot ist gleich mit runtergetropft. Was wir jetzt aber hier sehen können, ist, dass das Blaue tatsächlich eben nach unten gesunken ist und alles hier links nach, ich weiß nicht, hier nach drüben zum Kronkorken gewandert ist. Das kann man hier nämlich gerade eigentlich ganz schön sehen, dass das Blau alles rüber ist und dass auch, man sieht so ein bisschen, dass hier so ein Halbmond geformt ist. Also da, wo quasi das Kühlpack mittig ist, ist das Wasser
weiter weggedrückt als hier an den Seiten, wo das Blutbeck nicht liegt. Mhm. Und was die Idee hinter dem Experiment ist, das erklärt eben so ein bisschen diesen Golfstrom-Effekt. Ja, du hast warmes Wasser, das eben zum Eis kommt, dort kühlt es ab. Durch das Abkühlen wird es dichter und fällt dann eben wirklich wie in so einem Wasserfall runter. Und dadurch verdrängt es halt eben wieder das wärmere Wasser und fließt dadurch rüber, drückt das wärmere Wasser nach oben, weil es weniger dicht ist, und dadurch entsteht eben so ein Kreislauf. Und eigentlich war die Hoffnung, dass das Experiment das zeigt, hat halt nicht so ganz geklappt. Aber was man eben doch schon eigentlich ganz gut sehen kann, ist eben dieses, dass das Wasser weggedrückt wurde. Also man kann sehen, dass da eigentlich so ein Sogeffekt war, weil das blaue Wasser zuerst hier war und dann eben hier rüber gedrückt wurde. Und man sieht auch, dass der Effekt beim kälteren Wasser, also in der Mitte, wo das Eispack ist, stärker ist als an der Seite, wo das Eispack nicht direkt ist. Also da kühlt das Wasser zwar auch ab, aber eben nicht so stark. Deswegen ist das Wasser weniger dicht, deswegen ist der Effekt nicht ganz so groß. Und ich hatte eben die Hoffnung, dass vielleicht dieser Sog auch oben den Kronkorken eventuell mitnimmt und dann rüber zum Eispack wandern lässt, aber das hat nicht funktioniert. Tja. So ist das mit Experimenten, das klappt halt nicht immer. Nein. Wie man sich das vorstellt. Ich hake jetzt mal kurz noch in unseren, also den Versuchsaufbau zum Nachlesen findet ihr hier. Oh ja. Jetzt als Link. Damit ihr selber, wenn ihr Lust habt, dieses illustre Experiment nachzumachen, bin besser, als wir das hingekriegt haben. Dann, und wenn ihr Tipps für perfekte Lebensmittelfarbe habt, dann immer her damit. Apropos, jemand hat geschrieben, dass der Stream etwas hängt bei Belana. Ist es bei den anderen auch so oder geht's? Also von meiner Seite sind vielleicht ein, zwei kleine Ruckler drin, so ein paar Frames haben wir verloren, aber ansonsten läuft der Stream überraschend stabil. Okay, Horsi schreibt, das ist entspannt bei ihm, das ist gut. Dann ist schon zumindest einer, der gut gucken kann. Ja. Belana, vielleicht einfach nochmal refreshen, weil Steam ist ab und zu, also die Seite neu laden, ab und zu gibt es da mal ein Problemchen mit Steam. Also das einzige Problem, was ich hier gerade habe, ist so ein bisschen das Spiel und die Kameras von Inga und Julia alles zusammenzumischen. Verlangt meinem Computer doch ziemlich viel ab. Ich habe jetzt, das könnt ihr nicht sehen, aber ich habe noch einen kleinen zusätzlichen Ventilator gerade auf meinen Laptop gerichtet, um ihn mehr zu kühlen. Zwischenzeitlich ist der Prozessor nämlich, ja, ich bräuchte das Kühlpack, genau. Das Abzu braucht relativ viel Ressourcen. Das war am Anfang gar nicht so deutlich zu sehen, aber jetzt, wo wir in komplexere Gebiete reinkommen, ist die Grafikkarte und der Prozessor schon ziemlich am Anschlag. Okay, ja, schade, dass es mit dem, aber das ist ein, klingt nach einem wirklich schönen Experiment. Das kann man auch im großen Stil vielleicht mal in einer Badewanne machen, ne? Braucht man nur ein großes Kühlpack. Total super, also, ja, ja. Ja, das könnte tatsächlich das Problem sein, dass hier die Höhe nicht genug war. Mhm. Aber ich glaube, dass bei mir ja. Ja, bei mir ist es liegt auf jeden Fall an der Farbe, weil ich finde, dass meine Auflaufform sehr baugleich aussieht, wie die von mir ja. Ich weniger Wasser rein. Nein, das war aber auch das Problem, das Rot ist halt einfach sofort runtergetropft. So. Ja. Ich hätte das wahrscheinlich auch vorher verdünnen müssen oben rein und dann wäre das vielleicht gegangen. Aber. Hm. Ja. Ja. Next. Haben wir was gelernt. Ja. Okay, dann wollen wir mal durch das Portal schwimmen in Abzu. Ja. Was? Und die Manatees sind weg? Vielleicht sind die Manatees dann weg. Die Manatees haben übrigens auch so an den Flossen so Krallen. Oh, und das hatte ich ganz vergessen. Noch geiler Fun Fact bei Dugongs. Die haben, sind ja Säugetiere und die säugen ihre Kinder unter den Achseln. Also unter den Achseln der Flossen sind die Zitzen der Mütter. Oh. Weil ich habe gelesen, nämlich, dass Delfine sind ja auch Säugetiere, aber die haben ja diese komische Schnauze.
Und deswegen können die ja gar nicht saugen, ne? Weil die haben ja auch keine Lippen. Und deswegen spritzt quasi die Mutter aus ihrer Brust das Wasser raus. Und so trinkt der Delfin, also es kommt rausgespritzt. Und da habe ich mich gefragt, ob das bei Dugongs auch so ist. Oder können die saugen? Weil die scheinen ja so ein bisschen breiteren Mund zu haben. Ja, die haben breiteren, die Männchen haben auch einen breiteren Mund als die Weibchen. Richtig. Und die können saugen. Klappe. Ja, breitere Klappe, genau. Und normalerweise unterhalten die sich mit so Chirplauten. Also man könnte fast vermuten, dass es Kanarienvögel der Meere sind oder so. Das hat man eben bei den Manatees auch so ein klein wenig gehört hier im Spiel, hatte ich den Eindruck. Ja. Ich hatte das auch einmal ganz kurz irgend sowas gehört. Ich war auch kurz... Ich finde ja, es hört sich ein bisschen irgendwie so wie so ein Meerschweinchen. Ja. Ich kann noch mal hinschwimmen. Wir sind jetzt nicht irgendwie verschwunden hier. Wir haben eine Kette gelöst. Ich glaube, wir müssen noch zur anderen hin. Aber wo waren die denn noch mal? Da können wir uns das noch mal anhören. Da hinten waren die, glaube ich. Ich habe auch, falls jemand auf Facebook ist, auf der Plötzlich Wissen Seite von Facebook, da habe ich ein Video verlinkt von einem Dugong, der sich gerade mit wem auch immer unterhält. Die haben super schlechte Augen, aber gutes Gehör. Ja, ich schwimme noch mal mit einem mit hier. Ja. Der hat oben. Da hört man's. So, miep, miep. Ja? Ja. Ja, es ist ziemlich leise, aber man hört so ein kleines Fiepen. Das, ja. Ja. Aber ich kann auch mal, du hast mir einen Link geschickt. Ich kann den auch noch mal abspielen, diese 6 Sekunden. Ja, die sind nicht so schön wie das auf Facebook, aber mach mal, ja. Okay. Nee, kann ich nicht abspielen, habe ich eben zugemacht. Entschuldigung. Mach nichts. So. Jetzt müssen wir die eine Kette... läuft hier in dieses Tor rein. Das habe ich aktiviert. Und auf der anderen Seite müssen wir mal der Kette hinterher schwimmen, glaube ich. Und dann können wir dieses nächste Tor öffnen. Sieht hier... Also ich mag dieses... Ich mag ja auch unser Orange von Plötzlich Wissen sehr. Aber das hier ist die Welt, die mir bisher irgendwie am besten gefällt. Ja, die Farben sind schön. Ja. So, hier geht die andere Kette rein. Ist das ein riesiger Lockenwickler? Ja. So was Ähnliches. Interagiere! Ich habe interagiert. Oh. Du hast es geschafft. Yeah. Müssen wir uns gar aus dieser wunderschönen Welt verabschieden? Tja, wer weiß, was jetzt noch kommt. Dugongs! Nee. Wir sind nirgendwo angekündigt. Die Seele vom Hai. Ja, der Hai muss irgendwann auch wiederkommen, ne? Da graut mich schon vor. Ich bin jetzt wirklich auch so, möchte hier sehr gerne noch stundenlang weiterspielen, irgendwie. Das ist wirklich faszinierend. Oh, hier ist noch so ein großartiger Rochen. Kann ich den auch? Der ist wahrscheinlich zu klein, ne? Nein. Ja. Lass doch den kleinen Rochen in Ruhe. Ja, ist er gut. So, wo sind wir denn hier gelandet? Da ist wieder was, wo wir... Ja, also. Hier können wir irgendwas befreien. Oh! Oh, das sind die Feuerfische, von denen ich... Die Feuerfische? Ja, die Feuerfische, ne? Oh, die sich jetzt auch in der Karibik rumtreiben und da Ärger machen, weil sie da gar nicht hingehören. Ja. Aber sie sind hübsch. Ja. Weil die haben versucht in der Karibik irgendein Tier auf die Feuerfische anzusetzen, die das fressen soll. Also Taucher haben mal geguckt, ob sie andere Fische trainieren können, die fressen. Habe ich gelesen letztens bei einer Recherche.
Also es ist noch nicht im großen Stil gelungen, aber es gibt wohl andere Fische, die da nicht so vergiftet werden von denen. Kann man Fische unter Wasser dann auf diese Art und Weise trainieren? Geht das? Keine Ahnung. Ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist, aber es in einem Paper, da steht dann ja mal so nett Personal Observation. Oh, wie schön. Ja. Was ist denn das hier? Aber es gibt, als ich zum Thema Dugongs recherchiert habe, es gibt tatsächlich weltweit ein paar Dugongs, die tatsächlich sich Sachen bei Menschen abgeguckt haben und zum Beispiel irgendwo in, ich glaube, in Afrika. Das ist der Hai, das ist der Hai, das ist der Hai, das ist der Hai, Entschuldigung. Oh, das ist der Hai. Der ist doof. Der ist dann noch ganz entspannt da. Das kostet dann gleich wieder so ein Roboter. Das ist ja schon mal nicht mehr entspannt. Oh, der hat ja ganz Narben überall. Ja, dem ist die Seele verloren gegangen. Kann ich sehen. Schaut nicht happy aus. Der sieht ja aus, als wäre er. Ist er weg. Und da ist er weg. Okay, ja, wie der heißt hat überall es noch Narben. Ein Hospitalismus. Es sah nach einem Fall wie Hospitalismus aus. Na, auf jeden Fall. Statue. Ja. Ja. Gibt es bekanntermaßen Dugongs, die Fischern helfen beim Fischen und auch Schildkröten anschleppen und so ein Kram. Also so, die sind nicht offiziell trainiert, aber haben sich Sachen angeeignet. Und ab und zu so kriegen sie dann Fisch als Belohnung wahrscheinlich. Die fressen überhaupt keinen Fisch, die fressen Seegras. Es wurden auch schon geringe Mengen von Krabben im Magen gefunden, aber Dugongs sind die offiziell einzigen Unterwassertiere, die sich ausschließlich vegetarisch ernähren. Okay, und die Krabbe ist dann rein zufällig mal dabei. Gesessen. Ja, also Säugetiere, ne? Ja. Ja, genau. Die. Wenn man das ganze Rhizom mit frisst, kann da auch mal eine Krabbe sein. Aber die werden auch sehr gerne begleitet von so anderen Fischen, die davon profitieren, dass die Dugongs da die Krabben aufwühlen. Okay. Jetzt sind wir wieder in so einem brackigen, düsteren und da ist wieder so ein Portal. Dann ist da doch bestimmt wieder so eine Saunalandschaft. Ja. Hast du schon, André, hast du schon diese Nautilus-Ding gesammelt? Weil irgendwie das war doch immer das, was man brauchte, oder? Das hat man immer Ich hab, ich glaube, das ist eher ein Bonus. Ich habe zwischendrin mal in dieser orangenen Welt habe ich eine gefunden in einem Brunnen. Und bei diesen schnellen Strompassagen, da sind wir an einer vorbeigeschossen. Da konnte ich aber nicht so schnell interagieren mit. Interagieren? Das heißt, die hab ich verpasst. Oh. Jetzt sind wir wieder in so einer mystischen Landschaft. Zwei von den Dingern haben wir angeschaltet. Aha. Da oben sind die zwei Nautili, die ich gefunden habe anscheinend. Weiß nicht, was das bedeutet. Die hängen da oben ab, da kann ich nichts mit machen. Aber zwei habe ich gefunden und zwei sind jetzt hier. Ja, und jetzt muss ich da drüben hin und da irgendwie wieder was mit dieser Bubble machen. Und dann wird dieses Häuschen mit dem Portal aktiviert und wir kommen in den nächsten Bereich. Ich finde, das sieht auch wirklich schön aus mit den Säulen. Ja. Das Wasser schaut auch so geil aus, so unten. Diese Wasseroberfläche. Horst, die schreibt, unser Sänger hat damals auch jedes Schnitzel gegessen, was aus Versehen auf seinem Teller gelandet ist. Ja. Oh! Das sind Walhaie? Das sind Walhaie. Oh, verschiedene Lagen von Wasser. Dichteunterschiede. Ich kann Dichteunterschiede erkennen. Und das sind die Walhaie. Die das schöner die aussehen wegen den Punkten? Oder wie war das eben? Als die Wiesenhaie, ja.
Ja, wegen den Punkten und auch die haben ein schöneres Gesicht. So der Riesenhai, wenn er das Maul aufmacht, dann hat er so eine komische, wie so eine spitze Nase. Der ist nicht so. Wir haben ihn ja vorhin leider nicht so genau angeguckt, ne? Dafür gucken wir uns jetzt mal den Walhai, die Walhai hier an. Hier sind auch schon wieder Mondfische. Ja, ich finde, Riesenhaie schauen immer so ein bisschen aus wie so ein Kind, das versucht, so einen Wal zu zeichnen und es hat nicht so ganz geklappt. Das ist so die Proportion so. Es ist nicht ganz so einfach, wie es immer aussieht. Du machst es sehr gut, André. Danke. Mhm. Aber nicht den Hai. Oh Gott. Der ist ja. Aber. Wirklich das ist aber ein groß. Lieber Hai. Hä? Ja. Hm. Das ist aber ein lieber Hai, Dylan. Der isst genauso wie du, auch nur Pflanzen. Der frisst mir das Essen weg. Plankton. Der Plankton frisst du ja nicht. Gucken wir mal von vorne. Oh, guck mal, der sieht ganz glücklich nett aus. Ja. Ja, die werden so 15 Meter. Oh Gott. Hm. Hast du auch schon mal so einen gesehen bei deinen Tauchgängen, Julia? Ja, auch schon zweimal. Aber nur Baby, also nur so 5 Meter. Also 15 Meter Exemplar hatte ich auch noch nicht vor mir. Krass. Mal, von Ferne sieht man gar nicht, wie groß die sind, weil das irgendwie so. Und dann kommst du näher und dann denkst du so, oh, okay, wird immer größer. Erst wenn du dich dranhängst, dann kriegt man so richtig mit. Ja. Oh, was war das denn? Grünes da. Wie heißen diese riesen Blabberdinger? Wir hatten doch vorhin diese blauen Blasen gesehen und es gibt doch so riesige. Ah, werden Haie auch so alt? Ja, Haie können total alt werden. Die werden. Ah, oh, weiß ich nicht mehr. Die Haiart an. Also, man hat jetzt erst rausgefunden, dass Haie wahrscheinlich. Also, die meisten Haiarten viel älter werden, als man dachte. Hm. Mit den Altersbestimmungen. Also, jetzt schätzt man so, dass weiße Haie werden so 70 Jahre alt. Und genau, der Grönlandhai, also da wurde jetzt ein Exemplar gefunden, das eventuell sogar über 400 Jahre alt ist. Also man hat so einen Fehlbereich von 100 Jahren, aber man geht davon aus, dass der wahrscheinlich über 400 Jahre alt ist. Ist da eine Nautilus-Schnecke? Kann ich da was mit machen? Nee. Also interagieren? Ja, kann ich nicht. Ich weiß. Sehr schön gefliester Raum auf jeden Fall. Ja. Da waren die Handwerker wirklich gut. Früher, als die Handwerker noch alle gut waren. In babylonischen Zeiten. Ja. Ach, hier sind überall. Schwimmt überall. Ja, das war vorhin auch schon in einem Ding. Ja. Gerade. Oh, hier. Was ist denn da in der Mitte? Ich glaube, wir müssen hier jetzt gleich nach oben schwimmen. Aber ich will mir das da in der Mitte nochmal angucken. Da ist auch so ein Tor. Oh ne? Ja, interagieren. Ja, da interagieren. Oh. Oui. Ah, jetzt kriegst du Licht. Und jetzt geht die Tür auf. Krass sieht das aus. Ja, es ist echt schön gemacht. Leuchtet? Oder sah das gerade nur so aus? Hast du vorhin. Nee, okay. Es sah vorhin so aus, als ob du jetzt Licht machst, aber. Ich mache ein bisschen Licht. Ich habe kleine Scheinwerfer. Nee, ich dachte so dein ganzer Körper. Ach so. Aber. Oh. Da schau, jetzt leuchtet deine Knie leuchten. Ja. Klassiker im Meer, die Leuchtknie. Ja, aber hier, so das typ, scheint uns irgendetwas, dass diese Tore, diese Dreieckdinger in irgendeiner Form zusammenhängen. Ja, die Manschkas schauen jetzt aus wie du. Ja.
Besonders der hier links, ne? Oder sie. Er hat das Licht, die Sonne. Ja. Ist das der, ist das der Fluss und der Wasser? Ja, das ist sie. Die Göttin. Nee, der Gott. Die Göttin. Tama, jetzt hat jemand ist schon ein bisschen Vegetation ins Tiamata. Badezimmer reingewachsen. Mhm. Es ist älteren Datums. Ja, okay. Da sind größere Fische. Wieder so ein Ding. Ja, machen wir mal Licht. Da ist schon wieder der Hai. Mhm. Ja. Ja, schau mal, die hatten wir alle. Wir hatten Orca, wir hatten Mantas, wir hatten... Dreh dich nochmal zum... Also wo jetzt der Rücken ist. Da ist schon mal genau, da ist der große Weiße. Dann haben wir Orcas, die hatten wir. Wir hatten Mantas, wir hatten... Giant Squid hatten wir das auch schon. Walhaie nee. Und... Nee, und Squid hatten wir aber noch nicht. Der fehlt uns dann wahrscheinlich. Und dann geht's. Großen Weißen. Nein, nicht retten. Oh, was war denn das für ein Fisch? Sind wir mal? Der sah krass aus, ja. Da. Das ist Meditationszentrum wieder da unten. Wo ist er hin? Da unten war noch so ein Dreieck, direkt unter dir. Ja. Okay, da können wir uns dann ja auch die einzelnen Fische angucken. Ich probier mal. Meditate. Eine Meeresschnecke. Das Nautilus wird als Meeresschnecke definiert. Das ist keine Meeresschnecke. So. Übersetzungsfehler vielleicht. Ja, vielleicht. Was haben wir hier noch? Das ist ein Wimpelfisch. Mhm. Sehr viele von diesen Meeresfische. Grüne Moräne. Grüne Moräne. Da ist er doch, den wir eben haben wollten. Wieder weg. Da, ja, der. Was ist das? Ah, das ist hier so ein... Schaut aus wie so diese... Ja, genau. Quastenflosser. Ja, danke. Genau, das meinte ich. Oh, und er frisst auch. Quastenflosser sind tatsächlich irgendwie Überbleibsel aus einer sehr, sehr lange vergangenen Urzeit. War Dinosaurier nicht ganz, aber schon irgendwie sowas, oder? Ich guck nach. Ja, guck mal nach. Genau, das sind so lebende Fossilien, ne, die sich seit, keine Ahnung, wie viel, 100 Millionen Jahren quasi nicht verändert haben. So wie die wunderschönen Silberfische auch. Ach, tatsächlich? Silberfische sind auch lebende Fossilien? Naja, sie sind Urtiere. Okay. Ja. Die haben sich auch seit Ewigkeit nicht verändert. Unter Devon oder Devon. Ich versuche mal so einen zu erwischen. Reiten. Ja. Es gibt verschiedene Quastenflosserarten und man ging bis 38 davon aus, dass sie... Er findet es richtig doof. Hui. Man ging davon aus, dass sie das Massenaussterben der Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren nicht überstanden haben, aber nicht mit dem Quastenflosser. Der hat das sehr wohl überstanden. Ja, und er ist auch wehrhaft, sag ich mal. Hui. Ich muss mal wieder gucken. Ja, leg dich nicht mit dem Quastenflosser an. Ja, okay, jetzt gehen wir mal in den nächsten Raum hier. Was ist denn da? Auch wieder sehr schön gefliest. Aber da ist doch Schrott auf dem Boden, oder nicht? Ja. Wie lange braucht man für das Spiel, wenn man es durchspielt? Weiß ich nicht. Vier Stunden?
Ich habe so gelesen, so 3 Stunden oder so. Das ist nicht so lang. Okay. Achso, wir sind jetzt auch schon 2 Stunden. Naja, mit Unterbrechung, mit Experiment und bisschen Quatschen am Anfang vorbei. Jetzt kommen wir in den nächsten Bereich. Wie viele Bereiche gibt das? Das weiß ich nicht, ich bin ganz blind, aber tatsächlich fehlen uns, so wie Julia sagte, uns fehlen noch die Tintenfische oder diese Kraken und dann der Hai. Das war auf dem auf diesem Wandfresko. Die Gesamtübersicht. Ja, Horsti sagt jetzt auch gerade, ich dachte, Haie haben sich auch nicht verändert. Haben die sich auch nicht verändert? Bezug auf Quastenflosser. Ja, das stimmt. Also man sagt so ein bisschen, dass Haie eigentlich so seit 450 Millionen Jahren sich fast nicht verändert haben. Das stimmt. Ich glaube bloß, der Punkt ist, dass sich Haie, glaube ich, schon so ein bisschen verändert haben. Und Quastenflosser, glaube ich, wirklich gar nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber ich habe mich das auch schon so gefragt. Aber es stimmt auf jeden Fall. So, Haie gibt es seit 450 Millionen Jahren. Aber ich glaube, diese Exemplare vor 450 Millionen Jahren sind eben nicht mehr exakt so heute da. Das sind Christmas Tree Worms in gigantisch groß. Christmas Tree Worms? Ja, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ja, die sind eigentlich nur eher so klein. Aha. Und die gibt es so in ganz verschiedenen Farben, also in so knallig, in rot, in gelb, in blau, Blauwal. Ein Blauwal. Halt so ein bisschen, der ist aber auch Stoiker da. Tannenbaum, deswegen heißen sie so. Auch mit Baby. Was treibt der denn da so in der Strömung rum? Ist da eine krasse Strömung? Ich weiß nicht, der chillt halt. Hi. Mit Baby. Sorry, Dudes, ich tauche ab. Ich schwimme mit ihm. Kannst du interagieren? Ich schwimme mit ihm. Oh, noch mehr. Eine Familie. Ich hoffe, die kommen nicht aus mehr als 2 Haushalten. Ja. Komm. Oh, da sind noch mehr. Oh, komm, Buckelwale. Das, aber andere. Buckelwal, Blauwalkrieg. Können die sich nicht? Nee, ich glaube, die haben kein Problem miteinander. Das war einfach nur gerade meine Fantasie. Okay. Was gegessen? Hi! Nee, das hat er extra gemacht. Der hat mich extra nicht gegessen. Würde ich sagen. Ja. Aber Gott. Sehr schöne Augen. Ja. Ach, mit so Wahlgesängen leisen im Hintergrund. Der Blauwal, das. Und sie führen uns sehr, sehr tief nach unten. Größte Lebewesen, das je gelebt. Oh Mann. Und dann sind wir... In diesem Spiel können wir auch sehr tief tauchen, Horsti. Ja. Guck mal, wie tief wir sind. Es ist sehr, sehr dunkel. Oh. Interagiere! Ui, vielleicht auch. Ups. Das sind Bomben. Der möchte nicht, dass ich dem zu nahe komme, habe ich das Gefühl. Und es war aber nicht so tödlich, wie man erstmal vermuten konnte. Ja. Als ob es eigentlich, sah so aus, als ob es eigentlich weht. Mhm. Und das sieht aus wie ein Weihnachtskranz. Unterirdisch. Oh. Mach mal irgendwelche Haie. Sind das? Ihr sollt nicht Haie freilassen. Hier sind überall diese seltsamen Dreiecke. Und ein da scheint Wal. Es ein toter Wal. Was sind das für Haie? Geh mal näher an die ran. Ja, ich versuche. Und schwarze Raucher. Da sind sogar schwarze Raucher. Wir sind ja in der cool. Ja. Yeah. Oh, da. Tintenfisch. Ja,
Ich habe ein... Ja, nee. Ein Humboldt-Kalamar. Da, du kannst dir noch andere angucken. Das ist ein Meditationszentrum. Ja. Viperfisch. So ein Anglerfisch. Ja, sieht aus wie ein Anglerfisch. Ja, da sind meistens die Mädels größer als die Jungs. So, jetzt sind wir bei dem Kobold-Ei. Goblin Shark. Die sind richtig hässlich. Ja, die sind wirklich. Ja, also. Also, der ist in echt, sind die echt hässlicher. Sie haben sich schön gemacht. Okay. Humboldt-Kalamar. Und schwarze Raucher, ja. Ja, geh mal an. Ja, an den schwarzen Rauchern müsste eigentlich ganz schön viel los sein. Geh mal in den Boden. Oh, das sind Seeratte. Seeratte? Seeratte übersetzt. Geil, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Also hier sind auf hier ist auf jeden Fall auf dem Boden irgendwelche. Ah, guck mal. Da ist ein Tor. Wir müssen irgendwas machen. Aber jetzt guck mal auf dem Boden von den schwarzen Rauchern. Ja, ich möchte auch wissen. Ich gehe mal zu einem schwarzen Raucher hin. Da. Darf man da nicht hin? Anscheinend möchte ich, ich sollte dem wohl nicht zu nahe kommen, würde ich sagen. Horsi hat einen Link verschickt von der Uni Wien mit einem Bild von einem Koboldhai. Ja. 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 Die sind nicht hübsch, sagst du? Ja. Also bei den schwarzen Rauchern ist nicht viel los, aber sieht beeindruckend aus. Das ist ungewöhnlich. Ja. Ja, das ist ein. Ja, danke, Horst. Ja, ich habe ja gesagt, die sind nicht so hübsch. Ja, irgendwie sind diese seltsamen Tetraeder. Finden mich nicht toll. Da ist noch was ich aktivieren kann, oder muss ich erstmal. Oh ja. Aber es ist komisch, dass bei den schwarzen Rauchern nichts los ist. Eigentlich sind die Orte der Action in der Tiefsee. Okay. Also ich meine, so ein bisschen, was man da sehen kann, dass so dass der Stein so weiß bedeckt ist und das könnten so die Bakterienmatten sein. Tomoptres? Geil, also ich weiß nicht, was das jetzt sein soll, aber es schaut eigentlich so ein bisschen aus wie so Artemis, wie die Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft. Ja, tatsächlich. Ja. So, hier sind irgendwelche Kabel. Ich schwimme mal dem linken Kabel nach. Übrigens, die, was wir vorhin gesehen haben, die angeblichen Seeratten, das, wie gesagt, das Wort habe ich noch nie gehört, aber Chimären, die gehören übrigens auch zu den Knorpelfischen. Den Hai. Hier ist noch was. Ja, Chimären, Nashorn, den Hai. Und die Rochen ja auch. Also ich habe gelernt, die Rochen sind quasi Haie, plattgedrückte Haie mit Kiemen auf der Unterseite. Seeteufel. Also das sind jetzt, was da gerade rauskam, das sind diese typischen Laternenfische. Okay. Und hier sind irgendwie ganz viele von diesen Dingern davor. Ja, das musst du dir wohl frei erarbeiten dahin. Autsch. Du kannst ja gar nicht sterben. Ja. Musst du einfach durch den Schmerz an. Oh. Und damit macht es sie geschafft. Anscheinend aus. Wow. Okay.
Ich habe noch keine kleinen lustigen Begleiter hier gefunden. Das übernehmen wir. Ja. Cool, jetzt gibt es ein paar Gleitsysteme. Oh nein! Der Schmerz körperlich spürbar. Das sieht schon nicht angenehm aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Sieht aus, als hättest du so ein Unterwasserkabel lahmgelegt da. Vielleicht so eine Leitung zwischen Amerika und Deutschland gekappt. Oh, da ist er wieder. Der Hai. Gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Oh. Oh. Oh, au. Mann. Die sind hier überall. Tja. Da musst du jetzt wohl durch, ne? Ja, aber man kann ihn einigermaßen... Oh, da ist der Hai. Er ist gefangen. Oh nein! Ah doch. Milan. Oh. Nee. Wir müssen ihn retten. Oh, oh nein, nein, nein. Oh Gott, er ist eingeklemmt. Und wird gleichzeitig elektrogeschockt. Oh. Und jetzt versucht hier ist vorbei. Oh. Er hat eine ziemlich coole Narbe am Auge. Mhm. So ein bisschen wie bei Casino Royale. Doch hier ist Mike Mickelson hat doch auch so eine Narbe am Auge. Mhm. Vielleicht war es ja eine Reinkarnation von Mike Mickelson. Okay, es wird immer düsterer. Aber der ist immerhin... unser Freund. Oh. Ja. Pottwale, Pottwale. Die sind auch richtig tief unterwegs, oder? Mhm. Ich glaube, die können so bis auf 3000 Meter tauchen. Sollen wir den mal hinterher? Okay. Oh, da sind auch schwarze Raucher. Ja. Die Schornsteine. Die werden übrigens, diese Schornsteine können auch locker mal so 60 Meter hoch sein, ne? Also das ist hier schon ganz realistisch tatsächlich. Oh, und da sind Riesenkraken. Na, dann sind wir in der besten Gesellschaft. Oh, ja. Yeah. Das ist bestimmt das Futter von den Pottwalen. Ja. Ja, die fressen diese riesigen Dinger, oder? Hm. Kann ich die... reiten? Immer eine wichtige Frage. Will ich das? Vielleicht störst du sie bei der Paarung? Vielleicht. Oh, wie cool. So cool aus. Mhm. Mit den Quallen. Ja, und diese Dinger sind alles schwarze Raucher, ne? Mit der Zeit quasi abgelagerte verschiedene Sulfide oder was da nicht alles drin ist. Die Pottwale. Genau. Ja. Ich kann mich am Pottwal festhalten. Ja, und dann mineralisiert das aus und bildet diese langen Schlote. Genau, genau. Das kommt quasi. Das Wasser geht in die Erd, also das Meerwasser strömt in die Erdkruste rein, wird dann eben unten erhitzt von dem Erdkern auf bis zu 400 Grad. Und dabei lösen sich eben dann so Mineralien in diesem Wasser und das strömt dann wieder raus und dann kriegst du quasi so ein bisschen so eine Art, wie so ein Kälteschock, ne? Das kommt ja so heiß raus, das Wasser in der Tiefsee ist aber kalt und bei diesem Kälteschock mineralisieren eben diese Stoffe wieder und bilden dann quasi einen neuen Stein, könnte man sagen, ne? Ja, genau, und je nachdem, was da so drin ist, sind eben diese Schlote schwarz oder gräulich-weiß oder so. Oh, hier geht's mal. Oh. Ja, da sind. Ah, schau mal, da sind die Würmer.
die wir gerade bei den schwarzen Rauchern gesucht haben. Oh, wenn du ja. nochmal zurückschwimmst. Nee, nicht die. Nicht die? Nee, wenn du nochmal zurückschwimmst am Boden, da siehst du diese, was so ausschaut wie weiße Pflanzen. Ja. Genau. Das sind Röhrenwürmer. Also das Weiße sind Röhren und das Rote, was rausguckt, ist der Wurm. Ja. Und genau, die leben eben an den schwarzen Rauchern und die können da leben, weil die in Symbiose mit Bakterien leben. Also die haben Bakterien in sich drin und die Bakterien können eben diese Mineralstoffe aus den schwarzen Rauchern nutzen, also wie Sulfite, und können die quasi nutzen als Energielieferant und können damit, also so ein bisschen wie Photosynthese, bloß dass halt eben nicht Licht genutzt wird, sondern diese Stoffe aus den schwarzen Rauchern, um damit eben Zucker aufzubauen. Und die geben dann eben wiederum diese Zucker an diese Würmer ab. Und so mit leben eben diese Würmer von den Produkten, die die Bakterien produzieren. Und im Gegenzug leben halt die Bakterien eben da ganz gemütlich in diesem Wurm drin. So ein bisschen wie halt Korallen auch Symbiose mit Algen machen. Der eben gezeigte Blobfisch wurde zum hässlichsten Tier des Jahres vor einigen Jahren gewählt. Ja, aber nur, weil er aus der Tiefsee ist und dann seine Form verliert, wenn er auf Normaldruck kommt, ne? Richtig. Aber er schaut schon echt extrem witzig aus. Ja, Beilfisch. Die sehen aus wie Androiden. Beile? Ja. So, ich möchte nicht... Ohrenqualle. Schwabbel. Das, nee. Wie wurden sie nochmal genannt? Schwabbeli, schwubbeli. Ja, hier oben, guck mal, ganz weit oben, da könnten wir noch was aktivieren, sehe ich. Ja. Dann machen wir das doch mal bei der Ohrenqualle. Ganz weit oben. Da. Bei den Riesenkraken. Keine Ahnung, ob ich das wiederfinde. Hallo. Der kleine André möchte zur Aktivierung. Oh, wir haben 13 Rider. Wir haben komische Spam-Leute. Wie macht man die weg? Aus dem Chat? Warte. Ja, oh, sie sind kein Spam. Inga! Ich habe keine Ahnung. Inga, Mensch! Ich bin einer Gruppe von 13 Personen. Hey! Wie schön! Oh, wie nett! Dankeschön! Damit haben wir nicht gerechnet. Wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass so viele plötzlich hier vorbeikommen. Hallo, herzlich willkommen! Hi! Hi. Ja. Willkommen in der Tiefsee. Ja. Also, hast du es gerade gefunden eigentlich? Ja, ich habe es gerade gefunden und dann wurde ich abgelenkt. Ich weiß nicht, was ich freigesetzt habe. Ah, ich glaube, diese hier, die sind groß genug, dass ich da mich wahrscheinlich dran festhalten kann. Mal gucken. Was ist das denn? Keine Ahnung. Also es ist kein Blobfisch. Nee. Und auch kein Blobfisch. Ne? Fangen ihn. Ah, die habe ich schon mal gesehen. Wir haben so rote Flossen. Ein Opa. Ein Opa. Opa mit H am Ende. Und der findet es auch überhaupt nicht cool, dass ich mich an ihm festhalte. Das ist verständlich. Bis jetzt fand das keiner so richtig cool, oder? Och, ja. Die Wale und die Delfine fanden es richtig cool. Die haben es einfach nicht gemerkt. Ja, okay. Das ist ein Gotteslachs. Ein Gotteslachs? Mhm. Okay. Hier steht auch Mondfisch, aber Mondfisch sind doch die Mola Molas. So, wo waren wir? Wir waren hier unten bei den Röhrenwürmern, die um die schwarzen Raucher wachsen. Diese riesigen
Schlote, die ja aufragen. Und jetzt haben wir den nächsten Bereich erreicht, wo wir wieder etwas aktivieren können, um die letzte, vielleicht letzte Tür zu öffnen. Jetzt wieder so ein etwas gruseliger Bereich mit diesen, da, diese Tür nehme ich mal an. Jetzt stürzen wir uns mal in das Portal. Hier fragt jemand, ob man, hat jemand einen Donation-Link? Nee. Nein. Wir haben keinen Donation-Link. Wir sind drei WissenschaftlerInnen und wir sind gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung. Ihr helft uns total, wenn ihr einfach weiter sagt, dass es uns gibt. Unsere Homepage empfiehlt plötzlichwissen.de oder auf Twitch hinweist. Das wird uns schon total reichen. Aber es ist total nett, dass ihr nach einem Donation-Link fragt. Aber ja, sagt's weiter, dass wir über Ozean und Meere quatschen. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau. Ihr habt leider die Manatees verpasst. Ja, kann Dillahan auch nochmal was sagen, dass er mal Hallo sagt? Wir haben ja hier großartige Meeressäuger direkt als Hilfe und Unterstützung bei uns. Korrekt. Er meint mich. Ja, hallo. Ich habe bald einen Donation-Link und dann kann man für Manatees Geld ausgeben. Nein, für Dugongs. Aber nein, weil ich werde ja schon finanziert. Da müssen die Manatees Geld kriegen. Ja. Ich glaube, er ist total verwirrt. So viele Leute auf einmal hat er noch nie gesehen. Zumindest nicht online. Und ein Dugong ist eine Gardeschwanz-Seekuh und die heißen, gehören zu den Posten nochmal. Ah, ja, wir posten unsere Links nochmal. Genau, es gibt Rundschwanz und Gabelschwanz-Seekühe. Ich poste mal, was könnte man alles posten, wenn man nur eine Hand hat? Was muss man denn posten? Naja, mal unsere Homepage. Ja, das muss ich mit Links machen. Mach ich mal kurz mit Links. So, wir haben jetzt hier gerade die Kraken befreit. Das war tatsächlich das, was noch gefehlt hat. Ne? Und die kann, da kann ich mich jetzt auch dran festhalten. Ich muss den Dugong mal absetzen, sonst kann ich nicht tippen. Was? Ja. Oh. Wir haben auch einen Discord-Server. Oh ja. Discord-Server ist verlinkt auf der Twitch-Seite auf jeden Fall. Ich wollte, muss jetzt hier weiter tauchen. Du musst dringend tauchen und interagieren und es kommt bestimmt gleich noch eine ganz tolle Saunalandschaft für alle. Ja. Ja, was wir spielen ist ab zu ein wirklich wunderschön gemachtes Tauchspiel, wie man hier sieht. Oh, keine Saunalandschaft mehr. Oh, nicht wirklich gefließt. Die wird ja mal. Es geht weiter hinab. Wir waren doch schon so tief in der Tiefsee. Das sieht aus, wie wären wir jetzt irgendwo in der Arktis unter Wasser. Oh. Hier sind wieder diese Dreiecke, die mich nicht mögen. Tetraeder, Entschuldigung. Und da ist der Hai mittendrin. Der Hai. Das ist der Hai. Dann hat er sich schon wieder verdaddelt. An irgendwas festgeklemmt. Wir müssen nämlich die Seele des Hais bieten. Theoretisch. Hat dieser Typ geschrieben, wir wissen ja gar nicht, vielleicht hat er auch Scheiße geschrieben. Ja. Das kann sein. Auf jeden Fall versuche ich mal ein bisschen Abstand zu halten. Es schaut irgendwie so ein bisschen aus wie so ein riesiges Mutterschiff, oder? Ja, so wie ein Alien. Wie ein riesiges UFO. Aber ich fühle mich zum Licht hingezogen. Da ist der Hai auch hingeschwommen, oder? Ist dann das rote Licht reingeschwommen. Hm? Ja. Ja, das sind die Borg. Resistance is futile. Ah ja, super. Ja, danke. Ja, aber der Discord-Server ist nicht direkt verlinkt. Schade eigentlich. Naja.
Oh Mann, hier ist wieder so ein Ding, was mich schockt. Da wirst du bestimmt Gott sei Dank. Kein Elektroschock jetzt. Nee, aber ich tauche jetzt hier gerade durch so durch irgendwelche technischen Anlagen. Hallo? Müll. Müll. Dankeschön. Da sind unsere kleinen Helferchen, die wir immer gefunden haben. Werden hier zusammengebaut. Anscheinend. Oh, ist eine Fabrik. Ja. Okay. Geria Schieb meint, ihr solltet das Link posten für alle moderieren. Sonst kann das mal nach hinten losgehen. Okay. Auf dem Discord-Server meinst du? Oder hier im Chat? Oh, was ist das denn? Hier im Chat. Ah ja, okay. Ja, wir sind, was das... Ja, wir lernen. Genau, was das angeht, lernen wir gerade noch. Ja, hast du voll recht. Okay. Haben wir jetzt... Oh. Geria Schieb hat genau das benannt, was ich vorhin dachte, als alle kamen. Von Spam und Virenlinks. Ja. Das hatten wir doch beim ersten Stream gleich am Anfang, ne? Ja, genau. Ja, das war irgendwie Wannabe Famous oder sowas, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, aber da war. Ja. Das ist schon mal rauskicken. Ich glaube, wir nähern uns jetzt auch dem Ende von diesem Spiel. Aber es ist echt... Ich möchte jetzt auch noch nicht aufhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Tengu sagt, er ist ein friedlicher Bot. Friedliche Bots. Oh, menschliche Stimmen. Sirenenhaft, so wie bei den Mermaids, wie den... Ja, was muss ich jetzt machen? Soll ich da durchschwimmen? Da bleibt ja nicht so viel anderes übrig, oder? Oh. Interagiere! Ich weiß nicht, runter. Ich würde runterschwimmen. Sieht auch so ein bisschen aus, als ob sie mich verfolgen würden. Ach, sie gehen aber weg, sobald sie mich einmal geschockt haben. Ja, aber die Glocke geht. Ah, schau mal, in der Mitte ist irgendwie so. Ja. Ja. Aber weil da unten sind weniger. Ja. Kann man sich gar nicht mit angucken. Aber ich werde von unten immer wieder hochgedrückt. Okay. Aber ich kann dann hier unten erstmal bleiben. Siehst du das? Wenn es da vorne so leuchtet, dann macht er eine automatische Schwimmbewegung nach oben. Ja. Aber du kommst dem Licht immer näher. Ja. Folge dem Licht. Mhm. Au. Auch das wird dich nicht aufhalten. Ja. Wir haben schon so viele tolle Meerestiere gesehen. Jetzt sind wir hier in der Technik gelandet. Oh. Hallo, hi. Da ist er wieder. Oh. Dummer Hai. Alter, du hast auch nichts gelernt. Au. Dover Hai. Dover Hai. Was für ein dummer Hai. Ja, jetzt stürzen wir in die Tiefe. Wir sind total geröstet. Mhm. Das ist ein suizidaler Hai. Wahnsinn.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so lange mit einem Spiel beschäftigen würde. Inga, ist das jetzt das erste Computerspiel, das du quasi durchspielst? Ja, ich habe sonst immer so Adventure, so Day of the Tentacle oder sowas. Das habe ich mal durchgespielt, ja, mit Hilfe von anderen Leuten. Aber das ist halt ja auch eine ganz andere Art von Spiel. Ja. Aber ja, so eine Art von Spiel, ja. Ja. So, und jetzt sehen wir auch anscheinend, dass unser Charakter, den wir gespielt haben, anscheinend auch so etwas ist wie ein Roboter. Boah, es schaut aus wie so. Es schaut krass aus, als ob man nur noch so Grippe ist. Ja. Ja, deswegen musst du auch nicht atmen, das macht ja einiges deutlicher. Ja. Deswegen stirbt man auch nicht, wenn man Elektroschocks abkriegt. Ja. Ja. Terminator? Ja. Aber ich kann mich noch ganz normal bewegen. Das war wirklich strange jetzt gerade. Und da ist... Oh, das ist der Hai, der dumme. Der gute Hai. Der sehr dumme gut, Hai. Sehr gut, der lebt noch. Ja. Lebt noch. Hi. Trottel? Ja, echt. Was hast du dir nur dabei gedacht? Der Cyborg und der Hai. Oh, mein Bock, das weiß man nicht. Ist er jetzt gestorben? Nee, wir haben das Spiel noch nicht gespielt. Das ist, wir hatten beim letzten Mal Depth Hunter 2. Fragt gerade Guerilla Sheep, falls ihr euch fragt, womit ich rede jetzt. Ja. Darauf. Ja, ja, das ist. Wir haben letztes Mal was anderes gespielt. Dieses Mal, weil das Depth Hunter 2 war echt auch ein bisschen repetitiv. Immer irgendwo von Fotos machen und irgendwelche Fische jagen. Und ich hatte das hier auch schon gesehen und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und ich bin nicht enttäuscht worden, muss ich sagen. Toll! Ah. Yay! Ich feier das! Okay. Der arme dumme Hai. Ja, ich. Sieht so aus, als ob wir die ganze Zeit. Das ist ein Weibchen. Warte, schauen wir nochmal zum Bauch. Ja, auch mal ein bisschen Richtung also Richtung Schwanz. Ja. Ja. Haigeschlecht bestimmen. Und wie geht Haigeschlecht bestimmen? Auch ein bisschen. Ja, warte schon. Ja, genau, da. Bleib mal. Ja, ist ein Weibchen. Siehst du da die zwei kleinen Flossen? Ja. Wenn das jetzt ein Männchen wäre, dann wären da quasi zwei so Penisse noch an der Seite. Okay. Und die sind nicht da und deswegen ist es ein Weibchen. Oh Mann. Und jetzt? So wird das nichts mit der guten Haipopulation. Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt mal hier weiterschwimmen. Haben wir das Spiel kaputt gespielt etwa? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein. Der Hai ist gestorben. Ja, aber hier? Wir sehen ja auch nicht mehr aus wie vorher. Nee. Wir sind jetzt von Grippe. Ja. Seerosen? Ja, deswegen spielen wir Computerspiele. Wir spielen Unterwasserspiele, um die Wissenschaft zu erklären, falls es welche darin gibt. Genau, vielleicht sollten wir mal, wenn hier so viele neue Leute sind, kurz erklären, was plötzlich Wissen macht, während ich hier rumtauche. Also normalerweise gehen wir in Kneipen und wir drei sind WissenschaftlerInnen und fragen da, ob sie Bock auf ein Experiment haben. Oder eine Geschichte oder der Dugong, unsere Handpuppe, quatscht die Leute an. Und Julia ist marine Mikrobiologin. Inga ist macht Sachen für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich bin Biochemiker und Physiker. Und da wir nicht in eine Kneipe gehen können, haben wir gedacht, wir gucken uns mal Spiele an, die auch mit Ozean und Meeren zu tun haben, weil das irgendwie unser Thema ist. Und gehen auf Twitch. Und hier kann ich anscheinend... Kann ich hier rausgehen? Ich bin doch ein... Anscheinend schon. Jetzt kannst du eine Saunalandschaft ernsthaft im Trockenen. Oh mein Gott. Ich habe euch mal gerade kurz
so High Penis rausgesucht. Na, warte hier mal. Seht ihr wieder. Danke. Kann man das? High Penis. Ja, ich schalte dich mal auf groß, damit man das sehen kann. Einmal High Penis von Julia. Genau, also wir haben ja jetzt hier gerade bei dem Weißen halt diese zwei größeren Flossen da gesehen. Und jetzt seht ihr hier diese zwei kleinen Penisse, also die heißen Klaspern. Genau, und tatsächlich haben die Haie zwei davon und können die, glaube ich, auch beide benutzen, aber es wird immer nur einer benutzt. Und da wir die nicht gesehen haben, war das ein weltlicher Hai. So, und jetzt weiter zocken. Alles klar. Ja, jetzt ab in die Saunalandschaft. Also zu den Schildkröten und Ecken. Oh ja? Schön aus, ey. Ja. Oh, er hat interagiert. Ja. Was über die Bremen ist er auf uns gestoßen? War witzig. Also ich wohne in Bremen. Ich war auch an der Uni Bremen. Oh, wow. Ein Kopfsprung. Was hat denn die Uni Bremen mit uns zu tun? Uriah Schieb hat gemeint, ich meine, ich bin irgendwie über die Uni Bremen oder so auf euch gestoßen. Die hat da vielleicht, Dr. Melanie Brinkmann Werbung für gemacht? Ah nee, die ist nicht in der Uni Bremen, oder? Keine Ahnung, ich kenne natürlich total viele Leute an der Uni Bremen. Also so, weiß ich nicht, vielleicht hat ja irgendjemand mal von meinen Freunden oder Bekannten was erzählt. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Also André ist in Berlin. Ich sitze am Rand von Berlin, das ist schon Brandenburg. Und streamt über LTE. Jawohl, weil es hier einfach kein vernünftiges DSL gibt. Genau, und ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen. Und ich komme aus Hamburg. Ich wohne in Bremen. Und genau. Oh. Ja, mit den zwei Halbpenissen. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, warum die zwei haben. Vielleicht einfach, weil es cool ist. Sie benutzen auf jeden Fall nur einen beim Sex. Sie stecken nicht beide rein, die stecken nur einen. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum. Aber es ist eine gute Frage. Ich werde das mir mal nochmal angucken. So, total. Vielleicht beim nächsten Mal beantworten. Ja. Und irgendwann teilen wir unsere ganzen Tiersex-Filme. Ja, du hast heute schon gesagt, du hast Dugong-Sexfilme, richtig? Ich habe einen Dugong-Sex, also ein Dugong-Porno, aufgenommen von einer Drohne vor Australien. Ja, ist aber echt nicht so spannend. Come on! Da sind die High-Pornos sind da schon, das ist eine andere Nummer. Ja, aber Dugongs gibt weniger als Heil, glaube ich. So. Ja. Wie ist das? Muss man Dugongs auch Pornos zeigen, damit sie sich... Es sind keine Pandas. Wie muss man Pandas Porno zeigen, damit sie wissen, wie es geht? Ja. Ja. Pandas reproduzieren sich so schlecht in Zoos und deswegen zeigen die den Pandas Pornos. Panda-Pornos. Im Zoo. Okay. Ja. Hast du das noch aber gehört, Dugongs André? Gibt es nee. Nicht so viele... Und die reproduzieren sich in Zoos tatsächlich auch nicht. Also glaube ich vorhin gelesen zu haben irgendwo, dass es nicht so von Erfolg gekrönt ist, Dugong-Zucht im Zoo betreiben zu wollen. Es sind halt mystische Sirenenkreaturen. Ja. ich hab mal in irgendeinem Buch gelesen, dass früher die Seeleute... Also ich glaube, da ging es gar nicht um Dugongs, sondern eher um irgendwie Seehunde oder sowas. Dass wenn die zu lang auf See waren und dann so ein bisschen durchgedreht sind, auch wegen zu wenig Essen und so, dass die dann eben irgendwie Seehunde und so als Sirenen oder Frauen fantasiert haben und die armen Tiere sexuell missbraucht haben. Aber ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, und ich glaube, du fallen dann auch in den Bereich, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nur in meinem Buch gelesen, also in einem Roman. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Crystalhead hat leider den ganzen schönen vorhin zum Thema Dugongs nicht mitbekommen, aber ich tue hier direkt mal was in den Chat. Dugongs sind Gabelschwanzseekühe und die wohnen zwischen Ostafrika und Vanuatu in meistens eher flachen Gewässern und grasen die Seegraswiesen ab und sind die letzten ihrer Art. Und es gibt noch die Parallelpopulation der Manatees. Die haben einen runden Schwanz und sind deswegen anders geformt. Und du kannst jetzt doch noch mal deinen Schwanz zeigen, Dylan. So spät noch? Ja. Hier. Das ist ein Gabelschwanz. An dieser Gabelschwanzseekuh. Und Rundschwanzseekühe hätten hier so eine Art Eislöffelform. So ein Spachtel. Darf ich? Ja. Und wir haben diesen jungen Herrn dabei. Der ist der Einzige, der bis zu den Kokosinseln geschwommen ist und ist nur die kleine Replika natürlich. Also Dugongs sind in den Küstengewässern unterwegs und hassen Tigerhaie. Weil das die einzigen Tiere sind, die ihnen wirklich gefährlich werden können. Ja. Ich versuche jetzt damit hier ein bisschen was beantworten. Kette loszumachen, damit wir in den nächsten Bereich reinkommen, aber ich komme irgendwie nicht durch diese Tür durch. Hopp. Belana hat eine schlechte Verbindung erwischt. Sie ist wieder da und die Verbindung ist immer noch schlecht. Scheiße. Das ist doof. Dugongs werden so etwa 3 Meter lang. Der größte gemessene ist 4,6 Meter lang geworden und die 3 Meter langen Tiere sind so um die 400, 450 Kilo schwer. Der schwerste war etwa 1 Tonne, den man so bis jetzt gefunden hat. Und die werden so 70 Jahre alt und reproduzieren sich erst sehr spät im Leben, also erst mit mindestens 6 Jahren. Und bei den Männchen, die engsten Verwandten von den Dugongs, sind die Elefanten. Und deswegen sieht man bei den Männchen, bei den Dugongs sogar... Ja, Entschuldigung, was? Dino. Oder wie das heißt. Oh ja, ein Dino-Skelett, ja. Inga, ich glaube, ich höre mich die haben auch bei dir über die Lautsprecher. Oh, ja. Seit ja, neuestem ich jetzt? Oh, ich habe nämlich nichts geändert. Das war gerade ganz kurz, kam es doppelt, ne? Aber ja. Jetzt ist es wieder weg. Okay. Ja. Was sind denn das hier für Fische? Ich habe gerade, sorry, ich war gerade ein bisschen weg, weil ich habe gerade geguckt mit den zwei Haipenissen, also ich habe gerade kurz gegoogelt und die meinten eigentlich einfach nur, dass es einfach nur so ist, weil diese Penisse aus diesen Bauchflossen herauswachsen und weil es halt zwei Flossen gibt, dann entstehen auch einfach zwei Penisse, einfach aus dem Symmetrieverhalten des Körpers. Das sind diese geilen Haie mit diesem Sägezahnblatt, die gibt's nicht mehr. Die haben also das sind auch quasi Dino-Haie, die existieren nicht mehr. Okay. Die haben so ein Sägezahnblatt in der Mitte, oder was? Ja, kannst ja, du ein genau, bisschen so erkennen. So. Ja, wirklich so wie so eine Tisch, ne? Tischsäge, so ein rundes Ding ist bei denen im Maul. Schaut super abgefahren aus. Ja, und sie benutzen wohl beim Sex immer nur einen Penis, wahrscheinlich der quasi, weil die seitlich kommen, der dann näher an der Vaginalöffnung vom weiblichen Hai ist. Genau, das habe ich jetzt gerade dazu gefunden. Hey. So, das eine hier habe ich aktiviert, das andere versteckt sich hinter einer Tür, wo ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden habe, reinzukommen. Bin so ein bisschen. Das ist ein Pinguin. Wo? War da nicht ein Pinguin gerade? Ja, hinter dir mittlerweile. Sah aus wie ein Magellan-Pinguin oder ein Humboldt. Da oben? Rechts? Weiter oben, hinter dir quasi mittlerweile wieder. Ich sehe nicht jetzt. Jetzt sehe ich das Tier nicht mehr. Egal, vielleicht kommt es nochmal. Ja.
erstmal hier ein bisschen durch diese Ruinen, um zu gucken, ob wir dann nicht noch irgendwas finden. Hier muss doch vielleicht auch noch mal irgendwo ein Helferlein von mir rumflitzen, das ich aktivieren kann. Die machen öfters die Türen für mich auf. Mhm. Meinst du das als Pinguin? Ja. Ja, da. Sind das Pinguine? Oh ja. Das sah irgendwie auch so aus wie so eine Ente oder so. Ja, aber eine Ente wäre so unlogisch. Ja, aber ein Pinguin irgendwie auch. Also jetzt gerade so mit dem ganzen Sack. Ja, aber Pinguine tauchen immerhin tiefer. Da. Nee, ein Pinguin ist das nicht. Ich glaube, André, du musst das reiten. Ja. Ja. Interagiere bitte, interagiere. Hab ihn. Nee, das ist irgendwie so ein kleiner Dino. Das ist ein kleiner Dino. Ja. 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 Geil. Pingu fragt, wäre Planet Zoo nicht auch ein Spiel für euch? Ich kenne das nicht, Planet Zoo. Wir wollten uns auf Tauchspiele konzentrieren. Ist es ein Tauchspiel? Planet Zoo, da muss man einen Tierpark bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist von denselben Leuten, die Planet Coaster gemacht haben, ne? Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Planet Coaster habe ich nämlich. Er sagt nee. Nee? Ja, doch, ich bin Spielehong. Ah ja, alles klar, okay. Man baut einen Zoo auf. Ja, ist aber wir hatten vorhin das Thema Zoo schon mal. Ja, beziehungsweise Aquarien, ne? Wie wir dazu stehen. Ja. So, und hier ist die Tür, wo die andere Winde hinter ist, dass ich die Tür öffnen kann. Und irgendwie, da ist irgendwas. Da leuchtet irgendwas. Ne, leuchtet nix. Vielleicht muss ich aus dem Wasser raus. Mal gucken. Wir hatten noch nicht Subnautica. Nee. Steht auf wir hatten Liste. Bis jetzt nur Depth Hunter. Genau. Ja. Ist genau. Auf der Liste. To do. Es gibt sehr, sehr viele, wenn man anfängt zu suchen. Es ist echt erstaunlich, wie viele Spiele es dann doch mit Meereskontext irgendwie gibt. Hier muss man einfach aus dem Wasser raus und dann kann man die Tür von oben aufmachen. Ja, das ging ja bisher nicht, dass wir irgendwie rausgehen aus dem Wasser. Cool. Bin ich die ganze Zeit durch dieses Gebiet geschwommen? Die ganze Zeit durch dieses Gebiet. Jetzt höre ich dich wieder doppelt. Die Augen von den Viechern. Der nächste Bereich. Weil ich finde es gar nicht so überraschend, dass es viele Unterwasserspiele gibt eigentlich. Weil ich meine, es ist halt irgendwie so eine faszinierende Welt, wo man nicht so leicht hinkommt. Und, und jetzt in diesem Bereich halt sind ja anscheinend so prähistorische, beziehungsweise teils ausgestorbene Fischarten irgendwie unterwegs, ne? Das ist ja auch irgendwie. Also, sehr viel Geschichte erzählen mit so gut wie keinem Text, was ich irgendwie großartig finde. World of Diving. Kennt ihr das? Schreibt Pink gerade. Das gab's vor ein paar Jahren mal. Kann man gucken, ob es das noch gibt. Hat bisher auch nicht gehört. Nee, den Namen. Mich muss man das Spiel nicht fragen. Ich bin da wie die Jungfrau zum Kind. Ja, du wurdest hier mit reingezerrt, genau. So, hier haben wir wieder eine wundervolle Saunalandschaft. Eine wundervolle Saunalandschaft. Ja. Sind das Störe? Störe gehören auch zu den Urviechern.
jeden Fall haben wir hier eine sehr, sehr große Schildkröte. Ja. Oh yeah. Arapaima. Arapaima. Das ist so ein Lungenfisch. Oh, und da oben kommt irgendwas aus dem, aus der Luft. So. Das ist echt eine dicke Schildkröte. Ja. Oh ja, oh, sehr groß. Oh ja, und ich kann sie steuern. Und die hat auch ganz viele Seepocken auf dem Rücken und da fällt mir ein, Dylan, du hast mir letzte Woche ja meine Zukunft vorhergesagt. Letzte Woche, vorletzte Woche. Mhm. Und wie war's? Irgendwelche Sachen wachsen oder so, wenn ich nicht aufpasse. Ich weiß, nichts passiert. Ich war wohl vorsichtig oder schnell genug. Sehr gut. Also, rechtzeitig. Das ist Gott sei Dank. Also, wenn man es weiß, ne, kann man darauf achten. Ja, das Dugong-Orakel, das kennen ja dann die ganzen Leute auch nicht. Wir hatten, als wir noch normal draußen sein konnten, die Herausforderung, dass wir ein Kartenspiel verteilen wollten. Aber es war mittelmäßig langweilig. Und dann haben wir uns ein Spiel erfunden, dass man eine Karte aus dem Kartenspiel ziehen muss. Und dann sagt der Dugong die Woche voraus, die darauf folgende, anhand der Karte, die man gezogen hat. Und das Kartenspiel ist voller Meerestiere. Ja. Und beim letzten Mal hat Jules eine Karte gezogen und seitdem darauf geachtet, dass sie keine Seepocken ansetzt. Erfolgreich. So, ich bin mir nicht sicher. Tja. Da kannst du nicht überspringen, nein, ne? Oder? Damn. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich kann nicht gucken. Wir können ja auch, Inga, wir können ja auch einem aus dem Chat die Karten legen. Die Dugong-Karten. Ja, die Dugong-Karten. Zersetzen sich die Panzer von Schildkröten auch während sie leben? Nee. Also muss der fortlaufend nachgebildet werden. Der wächst halt mit der Schildkröte mit. Hier sind wir wieder in so einem Bereich, wo auch ganz viele Urzeitfische sind. Hier, da hinten habe ich so ein riesiges Saurier-Ding gesehen. Da. Oh ja, krass. Aber also was natürlich passiert auf vielen Tieren, die sehr langsam unterwegs sind, da wachsen halt Dinge drauf. Also das hatte ich vorhin auch zum Dugong erklärt. Da verändert sich die Hautfarbe, je nachdem wie viele Algen auf ihm drauf wachsen. Ja stimmt, das ist Nessie. Ja. Gute alte Nessie, endlich gefunden. Ich glaube auch gar nicht unbedingt das langsam. Das hat auch einfach mit der Hautstruktur zu tun. Also zum Beispiel Haie haben halt diese kleinen Hautzähnchen als Haut und haben auch oft irgendwie so eine Beschichtung, die einfach so antibakteriell ist und deswegen wächst da nicht gut was drauf. Aber zum Beispiel auf Walen, also gerade auf Buckelwalen oder so, sieht man ja auch, dass die diese Seepocken überall haben, obwohl die halt schon auch schnell unterwegs sind, auch wenn das nicht so ausschaut, weil sie wirklich so machen, aber die kriegen ganz schön Speed. Das ist dann so ein bisschen wie diese Parasiten oder Symbionten, je nachdem, oder eben, keine Ahnung, sie tun eigentlich nichts, sie leben dann nur, wie die sich auch angepasst haben und wie die sich dann zum Beispiel in die Haut bohren können. Dann haben die kein Problem mit der Geschwindigkeit. Ja, und das ist, was ist eine Seepocke eigentlich? Ist es eine Art Wurm oder, also? Nee, das ist eigentlich ein Krebs. Okay. Das ist ein Krebstier, das quasi diese Schale baut und die strecken auch, wenn die aufgehen, die haben auch quasi so kleine Ärmchen mit lauter Haaren dran und filtern dann auch Plankton aus dem Wasser und fressen das und können einfach wieder dicht machen. Also wenn man mal so eine Seepocke aufmacht, dann sitzt da wirklich so ein ganz kleiner dann der Krebs drin, der sich dann irgendwie so zusammen pullert. Das sieht aus wie so ein Unterwasserpark, in dem wir da gerade unterwegs sind.
Ein Theme Park. Fluss. Jetzt habe ich den Springbrunnen angemacht und... Wie eine Zecke, fragt Pingu. Naja, ich glaube, eine Zecke würde sich ja von ihrem Wirt ernähren und die Seepocke ernährt sich ja vom Plankton außerhalb des Wirts. Ja. Das nur, dass quasi die Seepocke sich da anpflanzt, wo sie zu interessanten Nahrungsquellen gebracht wird. Ja, interessanterweise ist auch so, dass die Seepocken tatsächlich auch artspezifisch sind für den Wal. Also quasi jeder Wal hat seine eigene. Kannst du genetisch unterscheiden. Ja. Das ist ein bisschen wie Flöhe. Da gab es auch früher so eine Dinosaurier-Floh-Variante. Die war, ist auch halt mit den Dinos auch ausgestorben. Die war auch ziemlich groß. Im Chat wird gerade gefragt von Belana, ist die Einrichtung von Kanalpunkten angedacht? Kanalpunkte gibt es erst für Leute, die Twitch-Affiliate sind. Und dafür müssten wir in 30 Tagen 8 Streams machen. Ich glaube, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen unrealistisch im Moment für uns. Wir sind froh, dass wir es jetzt innerhalb von 2 Wochen zweimal hingekriegt haben. Ich glaube nicht, dass wir das so einfach hinbekommen, da Kanalpunkte reinzumachen. Aber dir steht total frei, jederzeit eine Frage zu stellen und wir versuchen darauf zu antworten, während wir hier die schönen Bilder genießen. Also hau einfach raus, wenn du irgendwas wissen möchtest. Das muss nicht zwangsläufig zu Ozean und Meeren sein. Vielleicht können wir es beantworten. Das sind Kanalpunkte. Kanalpunkte gibt es. Habe ich jetzt bei mir zum Beispiel auf Kanal. Je länger du anguckst einen Stream, desto mehr Kanalpunkte kriegst du. Und dann kannst du zum Beispiel welche ausgeben. Beispielsweise 100 Punkte, dann muss ich einen Schluck Wasser trinken. Oder, weiß ich, 200 das, okay, Punkte und ich muss mich strecken. Und für 300 Punkte beantworte ich eine Physikfrage. Oder sowas. Okay. Und für 1000 Punkte kann man einen Charakter oder irgendwas im Spiel dann einen eigenen Namen geben und ich setze das dann um. Klar. So. Aber da sind wir hier mit unserem Kanälchen noch nicht. Ist der zweite Stream, also und ich glaube nicht, dass wir 8 Streams in 30 Tagen hinkriegen. So schnell. Zumindest nicht im Dezember. Nee. Es sei denn, wir machen jeden Feiertag zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Tag. Das haben wir aber nicht vor. So, jetzt bin ich hier. Hier kann ich wieder reinspringen, ganz offensichtlich. Und hier geht's nicht weiter. Schade. Die Saunalandschaft ist zu Ende. Schiefelkante fragt noch wegen der Seepocken, können die bei anderen Walen schlicht nicht ansetzen? Also ich verstehe das jetzt so, dass es das, was Jules gesagt hat, es gibt spezifische Arten von Pocken, die auf verschiedenen Tieren sitzen, als Symbiose sozusagen. Ich glaube, das ist eher, also die sind halt, also quasi in einer Walgruppe sind die immer genetisch gleich. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die wahrscheinlich, wenn die sich irgendwie fortpflanzen, ich weiß nicht genau, wie sie das machen, aber dass das wahrscheinlich, dass sie immer nur zu Walen in der Nähe überspringen können, schätze ich mal. Deswegen haben die sich dann quasi in einer Walfamilie genetisch anders entwickelt und deswegen ist in jeder Walfamilie hast du genetisch auf genetischer Basis sehr unterschiedliche Pocken. Das heißt, die schauen nicht unbedingt gleich aus, sind aber genetisch sehr unterschiedlich. Jetzt sieht es so aus, als ob wir quasi rückwärts durch die ganzen verschiedenen Bereiche durchkommen. Oh, jetzt standen sie hier die ganze Zeit über Schluck Wasser. Jetzt habe ich Durst. Jetzt hol ich mir mal einen Schluck Wasser. Ich kann gerade nicht! Das hier ist ein Autoscroller! Beziehungsweise Strömung. Oha. Oh, und da sind wir wieder bei einem, wie hast du das genannt, Jules? Ein Bait? Bait. Ein Bait-Dings. Baitboard.
Ein Baitball. 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 Opfer. Opfer. Ui. Ganz Geräusch so. So, ich hole mir mal einen von diesen Raubfischen. Krassen Augen. Ja. Bin gespannt, was das sind. Ichthyosaurus. Na komm. Ich liebe die Augen. Der will nicht durch. Der will nicht hauptsächlich loswerden. Die Pocken sind Zwitter. Gerade mal rausgefunden. Zur Fortpflanzung tasten sie mit dem Penis, der bis zu 8-fache Körperlänge relativ zur Körpergröße zu den längsten Tierreich gehört, den Platz um sich herum ab und suchen nach anderen Seepocken. Jetzt gerade, wo du es gesagt hast, ist mir angefallen, stimmt, die Seepocken haben ja den längsten Penis der Welt. In Relation zu ihrer Körpergröße. Aber ja, Mann, oh Gott, konnte ich das nicht auf dem Schirm haben. Okay. Ja. Wichtiges, unnützes Wissen. Das stimmt. Hier kann ich interagieren. Ich glaube, unter diesem Baitball ist das nächste Tor. Ja. Kanalpunkte. Das sind Baitball auf Deutsch. Ne? Ja, zwischendurch mal das Strecken nicht vergessen. Belana achtet bei den Streams sonst auch immer darauf, dass ich mich genug bewege und genug trinke. Ich weiß das sehr zu schätzen. Okay, und das hier scheint wieder so ein Portal zu sein. Das hatten wir seit unserem Ausflug in dieses Alienschiff nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr gerade... Oh, du bist weggetrunken. Du bist besoffen, André, hast du auch Bier getrunken? Nee, ich habe leider kein Bier getrunken. Kaffee. Wow. Pinguin wird bei seinem nächsten Date sagen, hey, ich bin eine Seepocke. Oh, das wird beeindrucken. Na. Untenrum. Untenrum, genau. Seepocke, untenrum. It's a bold strategy, Cotton. So, was haben wir da gefunden? Der Hai. Oh, da ist er, der Hai. Der Hai. Ich habe ihn nicht gesehen. Achso, scheiße, ich bin gerade auf dem... In der Mitte schwimmt der Hai, Jules. Ja, nee, ich war gerade auf dem falschen... Ich war gerade auf dem Twitch-Stream. Deswegen habe ich gerade was anderes gesehen. Wir haben den Hai zurückgeholt und dann wurden wir auch repariert. Die Seele des Hais ist gerettet. Hi. Oh.
Haie pflanzen sich auf verschiedene Arten. Nee, Haie kriegen auf verschiedene Arten Babys. Jetzt schwimmen wir zusammen mit dem Hai. Wow! Wie so Delfine. Ich glaube, oh Gott, das erinnert mich daran, dass ich den. Habt ihr Trolls gesehen? Trolls 2, so ein Film. Da habe ich das Hörbuch zugeschrieben und deswegen musste ich den Film dreimal gucken im Studio, bevor er rausgekommen ist. Und dieser Film hat so viel psychedelische Elemente, dass ich mir nicht sicher bin, wer den, also in welchem Zustand der geschrieben worden ist. Und da gibt es auch eine Szene mit tanzenden, schwimmenden, springenden Walen. Es ist sehr bizarr. Es erinnert mich ein bisschen an diese Welt gerade. Das ist so sehr überdreht. Ja, es ist total schön. Ja, so. Farblich ist es eine 1A-Gestaltung hier. Und mit Kirschblüten, Bäumen über Wasser, gefühlt zumindest. Ja. Oh. Ja, ein paar Anhalter durch die Galaxis ist auch eine interessante Dimension. Aber dieses Trolls World Tour, das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Dreimal diese Szene mit dem Moose Jazz Troll, der die anderen Trolle einlullt mit seiner Musik, sodass sie dann in so einer Trance-artigen Variante springende Delfine sehen und Lollis und Zuckerzeugs, was tanzt. Man halt so sieht, wenn man Pilze gegessen hat. Ja, keine Ahnung. Habe ich nie gemacht. Ich bin auch so einen dicken Halsfreund. Mit dem Hochspringen. Ja, auf jeden Fall. Und mir folgen noch ganz viele andere Fische. Alle können springen. Eine Herde fliegender Fische. Sind jetzt quasi im Himmel, oder was ist das jetzt? Ja, weiß ich nicht. Der Haihimmel. Der Haihimmel. Ah, und da ist ein, da ist der Rand. Haben wir Beyond Blue auf unserer Liste? Ja. Pingu? Haben wir. Aber bei Per Anhalter durch die Galaxis, der fliegt der Wal nicht, sondern der fällt. Ja. Und denkt dabei über seine Existenz und den Sinn des Lebens. Ja, und tatsächlich lernt man nicht nur viel mehr vom Petunientopf als vom Wal. Ich glaube, der Wal sieht so die Erde und denkt sich so, oh, was ist das denn, was auf mich zukommt? Ja, hoffentlich ist es freundlich. Es ist groß und rund. Ich brauche einen Namen dafür. Nennen wir es doch mal schnell Grund. So, was ist denn jetzt? Aber die Delfine fliegen. Ja. Wir haben auf jeden Fall irgendetwas hier mit diesem Ding gemacht. Da ist etwas rausgewachsen. Wir können jetzt die ganze Zeit mit dem Wal noch umhertauchen. Es ist ein Hai. Entschuldigung. Es ist auch schon spät. Ein weiblicher Hai, wie wir wissen. Oh ja, das ist echt gut. Ah, hier geht's weiter. Ein Unterwasser-Canyon. Und da ist dieses nächste Ding, was wir zusammen mit dem Hai zerstören können. Ah, der Hai ist super. Nein! Jetzt ist es okay. Treffen muss man nur können. Kommt schon. Ja. Kriegst du noch hin. Alle springen wieder begeistert aus dem Wasser und tauchen wieder ein. Wow.
Yeah. Cool. Das wächst wieder so ein Korallending. Der Wasserspiegel steigt. Genau, dann geht's da oben weiter. Fällt gerade was ein mit Wasserspiegel steigt. Ich habe ja noch eine News-Story der letzten Woche. Ach ja, stimmt. Ich hab's vergessen. Neuesten Meeresnachrichten. Meeresnachrichten. Neueste News aus der letzten Woche. Ja, und zwar habe ich eine Geschichte gefunden. Ich frage mal kurz. Hier, wo ist denn? Was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Zwar geht es wegen Meeresspiegel, es geht um steigenden Meeresspiegel, und zwar geht es um Inseln, also vor allem flache Inseln. Weil was passiert denn, wenn der Meeresspiegel steigt mit so Inseln? Da sollten wir antworten. Naja, die kriegen mit der Zeit nasse Füße. Die werden wohl keine Inseln mehr sein. Genau, je nachdem, wie hoch sie sind. Genau, das ist natürlich eben ein Gedanke, den man so hat, ne? Klimawandel, das Eis an der Arktis, Antarktis schmilzt, der Meeresspiegel steigt, und tatsächlich ist der Meeresspiegel schon in den letzten 100 Jahren an die 20 Zentimeter gestiegen, also seit 1900. Und aber interessanterweise hat man sich Atolle im Pazifik und im Indischen Ozean angeschaut, also Atolle sind eben so Riffringe, wo vorher mal ein Kahn stand, der dann so ist, und aber die Riffe stehen geblieben sind, und dort haben sich dann auch, bilden sich dann auch Inseln, und da haben sich Inseln gebildet. Und da hatte man sich 709 Inseln angeschaut und hat gesehen, dass die in den letzten Jahrzehnten nicht weniger geworden sind oder überschwemmt worden sind, sondern dass 88% von denen stabil geblieben sind oder sogar gewachsen sind. Und dass keine einzige der Insel hat Land verloren. So seit 1943 haben die geguckt. Okay, aber nur bei diesen Atollen oder was? Genau, die haben sich Atollinsel angeguckt, weil die eben extrem flach sind. Weil du hast normalerweise, ja, da hast du keine Berge oder so drauf, sondern das ist eben einfach so Sand, flache Sandinsel. Und das wäre schon mal total interessant und auch irgendwie erwartet man halt nicht. Und genau, nachdem das jetzt irgendwie so rauskam in den letzten Jahren, hat man sich halt so Inseln genauer angeschaut, und es kam eben gerade eine Studie raus vor ein paar Wochen, die sich dann eine Insel, und zwar die Insel aus dem, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, Eiling Lap Lap Atoll angeschaut hat. Das Atoll, also es ist wahrscheinlich irgendeine dort gängige Sprache, dieses Wort, keine Ahnung, was es bedeutet, aber gehört auf jeden Fall zu den Marshallinseln. Die liegen so über Papua-Neuguinea, so, ne, also zwischen Papua-Neuguinea und Hawaii, also so im Pazifik, ziemlich nirgendwo, und ist auch ein Land, eben von ausgegangen wird, dass der Meeresspiegel sehr hart betroffen ist. Aber wie gesagt, irgendwie überschwemmen diese Inseln eben nicht, und auch diese E-Insel wurde dann beobachtet. Und zwar ist die seit 1943 um 13% gewachsen. Also die ist von 2,02 Quadratkilometer auf 2,28 Quadratkilometer angewachsen. Und wir gehen davon aus, dass es vorher so vier kleinere Inseln waren, die dann zusammengewachsen sind. Und um dann rauszufinden, okay, wie kann dann so eine Insel wachsen? Woher kommt denn eigentlich eben dieser Sand und das Material? Haben sie dann eben nochmal den Sand datiert mit einer Radiokarbon-Methode und konnten nachweisen, dass das organische Material, woraus der Sand ist, eben neu ist und von den Korallen gebildet werden. Und so sieht man halt eben, dass die Korallenriffe auch eben jetzt noch diese Inseln überhaupt entstehen lassen. Und es sieht so aus, als ob diese Inseln eben vom Meerwasserspiegelanstieg gar nicht so bedroht sind, aber natürlich nur so lange, wie die Korallen noch leben. Und mit der Klimaerwärmung und der Erwärmung des Wassers sind halt eben die Korallen auch gefährdet. Und das heißt, wenn die Korallen absterben, können dann eben auch die Inseln nicht mehr wachsen. Also die ganzen Atolle, die auf diesen Korallen basieren, werden quasi von den Korallen weiter aufgebaut, während der Meeresspiegel wächst. Mhm. Das ist abgefahren.
Weil ich hab mal von, hast du mal von Kiribati gehört? Ja, Julia, man versteht dich wieder ganz schlecht. Kann ich habe nichts gemacht. Ja, okay. Ich habe von Kiribati schon gehört, ja. Ja, die haben ja irgendwie Probleme, da ist die Insel nicht wirklich mitgewachsen und die haben einen Versuch oder ich glaube, haben einen Teil von Fidschi gekauft, um dorthin umzusiedeln. Also die Bevölkerung von Kiribati. Weil sie können nicht mehr lange auf ihrer Insel leben, weil einige, also die höchste Erhebung ist irgendwie 1,5 Meter auf der Insel. Ja. Dann haben die wahrscheinlich nicht so ein gutes Korallenriff. Das stimmt. Ja. So, ich glaube, wir nähern uns jetzt dem Ende. Wenn ich jetzt hier in dieses Raumschiff-Dingsi wieder reinschwimme, zusammen mit dem Hai. Oh. Oh, musst du wieder an allem Roten vorbei. Nee, ich glaube, wir können diesmal ohne Probleme. Mit Hai-Unterstützung geht's. Mit Hai-Unterstützung geht's. Was Belana hat noch gefragt, wie Inseln definiert werden. Ich glaube, das hat geografische Backgrounds, ob du zu was für einer Plattentektonik du gehörst. Ja, also, ich habe hier gerade mal Wikipedia. Ist. Ja, also bei Wikipedia ganz banal steht, es gibt halt ozeanische Inseln und kontinentale Inseln und die ozeanischen kommen eben aus dem Meeresgrund als Vulkaninseln raus oder sind Bestandteil des sogenannten mittelozeanischen Rückens und die kontinentalen Inseln, die liegen auf dem Schelf. So. Und dann, man kann natürlich auch noch unterscheiden nach Gewässertypen. Und ja. Hast du dazu noch irgendwas, Julesy? Also die schwimmen nicht. Die sind verbunden mit dem Boden. Der im Wasser, ja, unter Wasser. Ja, genau. Schwimmen geht nicht. Ja. Ja, im Badekorallen, ja, auf jeden Fall. Also Korallensterben sieht man eigentlich überall. Also ich weiß keinen Ort mehr, wo ich das nicht gesehen habe in den letzten Jahren. Kann aber auch, also Temperatursache kann aber auch andere Gründe haben. Also kann auch zum Beispiel durch zu viel Abwassereintrag ist auch ein großes Problem, wodurch Korallensterben entsteht. Wir sind durch. Wir sind durch. Oh mein Gott. Die Seele des Hais ist gerettet. Ja. Und der Taucher ist auch kein Gott. Skelett mehr. Kein Skelett mehr. Wahnsinn. Ja, aber ich kann ihn noch steuern. Also ich steuere also den Taucher. Abspann. Ah, geil. Hui. Oma Dilhan, der war gar nicht gemein, der Hai. Nee. Naja. Er hat nicht in einem Roboter gegessen. Genau. Ja. Und wollen wir noch hier einen, wollen wir dem Chat noch ein Orakel geben? Auf jeden Wenn Fall. Wenn jemand ein Orakel will. Ein Orakel geht wahrscheinlich noch, oder? Ja, eins geht. Ich werde mal uns etwas, während der Abspann läuft, machen wir auf größer schalten. Inga, wir machen einfach, der Erste, der eine Zahl schreibt, der kriegt das Orakel und die Zahl ziehst du einfach ab vom Stapel. Gar kein Problem mit diesen vielen Karten. Gar kein Problem. Also ich weiß nicht, wie viele Karten sind das? Also eine Zahl von 1 bis... Ja, es ist ein Quartett eigentlich, aber ich habe schon die letzte von letzter Woche rausgesortiert. 13, okay. Okay, also es geht um diesen Kartenstapel, den wir früher benutzt haben auf der Kneipentour. Und ich zähle dann mal, 1 ist es nicht, 2 ist es nicht, 3 ist es nicht, 4 ist es nicht, 5, 6, 8, 9, super mit einer Hand, 11, 12. Aber die 13. Karte ist... Diese hier. Was ist das? Ich kann das nicht sehen.
Warte, du musst es ja, länger in der Kamera halten, da du ruckelst mal wieder ein klein wenig. Ja, schön. Wird Zeit, dass der wir aufhören. Der Wattwurm! Okay, Guerilla-Schieb. Also, nächste Woche musst du darauf achten, besonders tief zu bohren, dann wirst du an Sediment stoßen, das sehr fruchtbar ist. Und alles, was du nicht brauchst, musst du einfach wieder rauspupsen. Natürlich am anderen Ende. Und dann bildet sich ein Berg und den Berg vernachlässigst du und alles, was super läuft, das behältst du und das kommt aus der Tiefe. Ein mystisches Orakel. Das ist, weil es zu spät ist. Guerilla Schieb hat schon zwei Kinder. Zum Tiefbohren, meinst du? Was? Zu genau? Ich weiß auch nicht, was er meint. Das, ja, er meint irgendwas mit Kindern und Wattwürmern. Aber ich kann ja mal sagen, was die, also... Das ist der Wattwurm oder Pierwurm ist eines der bekanntesten Tiere des Wattenmeers, was insbesondere an seinen charakteristischen, aus Sandschnüren bestehenden Kothaufen im Watt liegt. Der rotbraune bis schwärzliche Wurm wird bis zu 40 cm lang und ist im Vorderbereich etwa fingerdick. Seine Kiemen sind deutlich sichtbar. Also der hat nicht so einen langen Penis wie die... Seepocken. Und auch nicht wie ein Dugong. Und auch nicht wie zweifache Doppelhai-Aktion. Aber er kann tief graben. Und was ich noch zu dem weiß, der hat halt der baut seine Röhre so wie so ein U, so hufeisenförmig. Sehr, sehr schön. Ein unterschätztes Tier. Wenn wir diese Wattwürmer nicht hätten, dann hätten wir nicht so einen fruchtbaren, tollen Boden da. Fruchtbar ist ein falsches Wort, aber... Für Schafe? Ich glaube, ich muss unbedingt ins Bett. Ich glaube auch, wir müssen aufhören. Das ist auch echt spät. Ich habe zu viele Penisse heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir durch Abzu durchkommen, aber es hat irgendwie einen Sog auf einen gehabt und es war einfach so schön anzusehen. So, und ich bin auch froh, dass wir einfach weitergemacht haben. Und ey, total großartig, dass ihr in einem Raid vorbeigekommen seid. Bei uns, in unserem zweiten Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Profis, was das Streamen angeht, sind wir noch nicht. Aber wir geben uns Mühe. Ja, total schön, dass ihr auch da geblieben seid. Genau. Ja. Ja, irgendwann kommen wir mit Unterwassertier-Pornos noch um die Ecke, aber natürlich nur im Rahmen eines Spiels und zwischendurch. Und beim nächsten Mal machen wir auch wieder ein Experiment. Und natürlich, weil wir mega Profis sind, haben wir noch keinen nächsten Termin. So wie beim letzten Mal auch nicht. Ja. Genau, ja, aber wir geben das dann auf allen Kanälen bekannt. Genau, auf Twitter, Instagram, Facebook, auf dem Discord-Server und so weiter. Und ich würde dann auch noch kurz gerne Werbung machen, wenn schon mal so viele da seid. Ich mache auch Streaming ohne die beiden Damen, sondern mit einer anderen Dame zusammen, mit einer Politikwissenschaftlerin. Da machen wir jeden Dienstag die Dienstagspolitik, wo wir Spiele spielen, die sich um das Thema Politik handeln und dann über Politik quatschen, wenn ihr da vielleicht auch vorbeikommen wollt. Ich habe jetzt keinen Browser mehr offen. Ich gebe das einfach mal so ein. Sorry, Amateure bei der Arbeit. Andere Lampe heiße ich auf Twitch, wenn ihr da auch vorbeikommen wollt. Würde mich auch sehr freuen. Aber ansonsten, ja, wir geben bekannt, wenn wir das nächste Mal plötzlich Wissensstream machen, wieder mit einem Tauchspiel und Experimenten und Dugong-Orakel. Ja. Dann. Ja, und ich glaube, der Kanal muss dann nicht ab 18 sein. Tierpornos gibt es ja überall, ne? Richtig. Ja, das ist Dokumentar, wenn man bei. Genau. Das habe ich nicht gehört, Belana. Ja.
Wir sind gleichberechtigte Partner. Ja, und das ist ja, hier ist ja noch ein zweites Männchen, ne? Genau. Ja. Ich glaube, das ist eher der Dugong. Oh, yeah. Ja, läuft ganz gut hier. Aber er ist noch nicht aus der, also noch nicht mal, noch lange nicht in der Pubertät. Was man an den fehlenden Stoßzähnen erkennen kann. Hier keine Stoßzähne. Okay, ja, dann können wir jetzt ins Bett gehen, ne? Ja, genau. Liebe Leute, ja, danke, dass ihr da wart. Ja. Ja, danke, es war super witzig mit euch. Tatsächlich. Ja, Spaß. Echt cool. Beim nächsten Mal denke ich auch nicht, dass wir gleich irgendwelche komischen Leute, Viren oder so im Stream haben, sondern dann freue ich mich, dass so viele nette Menschen da sind. Okay, dann macht es gut, habt noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns mit einem Zusammenschnitt von Tauchvideos, die alle von Julia auf ihren Tauchgängen selbst gedreht wurden. Also ist eine kleine Loop, genießt das und einen zauberhaften Abend noch an euch alle. Oh yeah! Ja, träumt von Seenpocken, genau.